Bundesstaat Stelzen, Antrag der Fraktion Bürgerliste vom 23.08.2017, Nummer 1825, wurde Ihnen eine Stellungnahme vom heutigen Tag auf den Tisch gelegt. Herr Schoß hat zu dieser Stellungnahme angefragt, wer von Seiten des Landesbetriebes Straßenbau NRW für diese Stellungnahme verantwortlich ist. Nach Auskunft von Straßen NRW wurde die Stellungnahme von Herrn Reitel aufgestellt und von Herrn Ganz freigegeben. Meine Erklärung zur Anfrage der CDU-Tunnel statt Stelze werde ich unter Tagesordnungspunkt 25 abgeben. Da geht es in die Tagesordnung ein. Dann sind wir auch geöffnet, habe ich die Sitzung ja. Dann bin ich bei den Niederschriften. Das ist der Tagesordnungspunkt 2. Gibt es Anmerkungen zu der Niederschrift über die Sitzung 28 des Rates der Stadt Leverkusen? Dann würde ich gerne darüber abstimmen lassen. Brauchen wir nicht. Das ist so dann auch genehmigt. Dann bin ich auch beim Tagesordnungspunkt 3. Das ist der Antrag 1764 von Pro NRW. Ich gebe auch dem Antragsteller das Wort. Da weiß ich wieder. Sie haben noch nicht das Mikro angeschaltet, da weiß ich. Aber ich habe es ja auch gerade schon verstanden. Gehört. Jetzt haben wir das rote Licht. Jetzt kommt es. Also, dann kann ich auch ein bisschen leiser sprechen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, dieser Antrag beinhaltet eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Kein Ratsmitglied wird dem widersprechen, dass ein Dezernentenposten in der Leverkusener Stadtverwaltung ausschließlich nach Leistungskriterien fachlicher Eignung vergeben wird und nicht nach Parteibuchkriterien. Also nicht der, der das richtige Parteibuch hat, wird dann dank des Parteibuchs mit einem Dezernentenpöstchen angeboten. Wir werden jetzt eine Ausschreibung für den Finanzdezernenten erleben. Haben wir schon erlebt. Und bevor es eigentlich an die Bewerbung gegangen ist, konnten wir in der Lokalpresse schon lesen, dass der Nachfolger von Herrn Stein feststeht. Die CDU hätte ein Anrecht einer Vereinbarung mit der SPD über das Finanzressort und der Sozialdezernent wird neuer Finanzdezernent und dann wird das freie Sozialdezernat dann nach einem Vorschlag der SPD wohl besetzt. Dass sowas für Verdruss sorgt, dass sowas mehr als unglücklich ist, versteht sich von alleine. Das ist ein Grund für die Parteienverdrossenheit, dass die Bürger von uns den Eindruck haben, dass mancher ein kommunalpolitisches Mandat primär als Schlüssel zur Lösung der eigenen sozialen Frage versteht. Oder dass Positionen nicht nach Leistungen, sondern tatsächlich nach dem richtigen Parteibuch vergeben werden. In Köln nennt man sowas Klüngel. Und offenbar wollen wir in Leverkusen diesem schlechten Beispiel folgen. Ich will gar nicht zur Qualifikation des angedachten zukünftigen Finanzdezernenten sagen, nur die Sache hat ein solches Geschmäckle. Ein solches Geschmäckle. Das Ergebnis steht vorher fest, jetzt leisten wir uns so eine Findungskommission, Kandidaten sollen sich bei den Fraktionen vorstellen, alles reine Verarschung, das Ergebnis steht schon vorher fest. So etwas ist eigentlich nicht hinnehmbar, so etwas kann man
nicht akzeptieren, so etwas untergräbt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leverkusener Kommunalpolitik. Sowas schädigt auch das Ansehen der Verwaltung und deshalb muss entgegengesteuert werden. Es muss ein Zeichen gesetzt werden und deshalb haben wir heute diesen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Der Herr Schofs hat nach den Presseveröffentlichungen geschrieben in einer E-Mail, dass wir uns das ganze Prozedere ja schenken und sagt, ich schenken könnte, das Ergebnis ja feststeht. Da hat der Herr Schofs völlig recht und so ist es. Wir machen hier wirklich eine Farce, eine Pseudokommission und die nickt dann das richtige Ergebnis ab, weil die politischen Mehrheiten ja offenbar gesichert sind. So kann Kommunalpolitik kein Vertrauen schaffen. So etwas schafft Verdruss. Und wir gehen hier wirklich mit einem falschen Beispiel voran. Für mich, kann nur eine Dezernatsposition nach Leistungskriterien vergeben werden und der fähigste und beste Bewerber muss zukünftiger Finanzdezernent in Leverkusen werden. Danke. Herr Schulz. Meine Damen und Herren, wir hatten ja schon in der vorausgegangenen Findung von zwei Spitzenkräften für unsere Verwaltung. Es ging da um den Kämmerer an Herrn Stein und um den Baudezernenten an Frau Deppe bereits kräftig bemängelt, dass die Art und Weise, in die hier vorgegangen wird, einfach nicht dem entspricht, was wir unter Demokratie und unter einem vernünftigen Verfahren verstehen. Im Gegenteil, es ist für einen, der in solchen Findungskommissionen sitzt, peinlich, wenn man sieht, wie qualifizierte, hochqualifizierte Leute zugunsten von Leuten, zumindest nach unserer Meinung, von Leuten, die deutlich geringer qualifiziert sind, dann wieder nach Hause fahren, obwohl sie, wie zum Beispiel eine der Bewerberinnen von der CDU, beim letzten Mal für den Kämmerer sogar aus dem Urlaub aus Südamerika eingeflogen wurde, damit sie hier eine Bewerbung und ihre Bewerbungsvorträge halten kann und letztendlich alles schon gelaufen hat. Genauso war das nach unserer Meinung auch hier. Auch das ist peinlich, man muss sich dafür schämen. Und wenn dann Mitmenschen doch überhaupt sich bewerben, es geht ja meist noch davor hinaus, dass man den eigenen Parteifreunden dann sagt, bitte nicht bewerben oder wenn sie sich beworben haben, zieh wieder zurück. Denn das ist soweit schon ausgekaspert, damit du keinen Schaden nimmst durch deine Bewerbung, dass du nicht angenommen wirst. Alle diese Dinge sind ja in der Zwischenzeit bekannt und in privaten Gesprächen wird das ja auch immer wieder von, selbst von denjenigen, die diesen Parteien, nämlich CDU und SPD angehören, bemängelt oder zumindest als nicht so goldig empfunden. Man muss feststellen, CDU und SPD, und das ist auch hier bei uns in Leverkusen der Fall, haben unsere Republik untereinander aufgeteilt und mit ihren Steinspügelhaltern, je nachdem wer das dann ist, ob das mal die Grünen sind oder mal die FDP oder wie auch immer, sorgen sie dafür, dass in den Spitzengremien diejenigen zum Zuge kommen, die ihrer Meinung nach, und zwar ihrer politischen, nicht ihrer inhaltlichen, sondern ihrer politischen Meinung, unsere Meinung ganz deutlich und klar, dann auch genügen. Genauso war das hier auch. Auch hier waren zwei fähige Kräfte erschienen. Einer hatte wohl vorgewarnt, noch kurzfristig seine Bewerbung zurückgezogen. Und das Ganze ist eine Beschäftigungstherapie für diejenigen. Sie könnten im Grunde genommen auch gleich den Kandidaten sagen, hört mal ihr Lieben, fahrt wieder nach Hause, es hat gar keinen Zweck, dass ihr euch hier die Mühe macht, euch ins rechte Licht zu setzen und eure Qualifikationen darzustellen. Meine Damen und Herren, für unsere Fraktion ist das unhaltbar und auf Dauer unhaltbar, nur die Mehrheiten hier im Rat schaffen dort Fakten, die wir zwar anprangern können, wie wir das hiermit tun, aber leider nicht ändern können. Wir sind der Meinung, man müsste sich nach diesen, bei diesen Menschen, die dann hier mit ihren Bewerbungen, und zwar mit ihren hochqualifizierten Bewerbungen auftreten, letztendlich entschuldigen. Das ist so keine Sache, die einer Demokratie würdig ist. Wir waren ja zusammen gestern in der Findungskommission. Ja, leider. Ich sagte genau das im Prinzip, was jetzt hier in der Öffentlichkeit vortragen, ja gestern dann am Ende der Sitzung auch vorgetragen. Das ist ein ganz
normales, transparentes Verfahren. Es haben sich viele beworben, wir haben eine Auswahl getroffen. Wir haben gestern die engere Wahl der Bewerber dann auch in der Findungskommission gehört. Jeder hatte dieselbe Fragestellung und ist sehr sachlich auch doch diskutiert worden. Wir sind alle der Meinung gewesen, es waren gute Bewerber und wir haben uns ein sachliches Bild gemacht. Das waren bessere Bewerber. Ja, das stand aber schon fest. Das ist der Punkt. Ich habe Ihnen das gestern schon gesagt, ich habe mir das Verfahren beschrieben und ich bin ja auch, bevor ich jetzt Oberbürgermeister war, schon hier im Rat. Wir haben immer dieselbe Argumentation in allen Bereichen. Wir durchlaufen hier ein normales Besetzungsverfahren. Das ist ein Verfahren, was sachlich orientiert ist. Wir haben eine Findungskommission, die besetzt worden ist aus der Mitte des Rates heraus. Wir haben da intensiv auch debattiert. Sie hatten auch sachlich gestern die Möglichkeit gehabt, sich mit jedem Kandidaten in der Runde auseinanderzusetzen. Das ist für mich Demokratie, wenn man zu einem Ergebnis kommt und entscheidet dann der Rat in der nächsten Sitzung. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es gibt in der Verwaltung schlicht keine einzige Stelle, die aufgrund der Parteizugehörigkeit besetzt worden ist. Und nicht etwa aus Gründen von Leistung oder Qualifikation. Und wer hier andere Erkenntnisse hat oder solche Behauptungen in den Raum wirft, der soll Fakten auf den Tisch legen, an welcher Stelle das jemals so passiert ist. Aber das passiert eben genau nicht, sondern stattdessen, offensichtlich ist ja Populismus ungeheuer populär. Sehen wir ja, was dabei rumkommt. Da hat man dann 4 Jahre einen Trump am Hals. Hier wird mal flott einfach irgendwas in die Landschaft geworfen, einfach Behauptungen aufgestellt, aber Fakten werden nicht auf den Tisch gelegt. Richtig ist, dass es Leute gibt, auch in unserer Verwaltung, auch in den städtischen Gesellschaften, die eine Parteimitgliedschaft haben. Das ist nicht verboten, soweit ich weiß. Kann sich ja alles ändern, weiß man ja nicht, aber es ist nicht verboten. Es darf aber auch nicht dazu führen, dass Leute, die ein Parteibuch haben, diskriminiert werden und deswegen eine Position nicht besetzen dürfen, wenn ansonsten ihre Qualifikation und ihre Leistung völlig außer Frage steht. Im Übrigen möchte ich darauf aufmerksam machen, selbst in der Spitzenleitung der Stadtverwaltung gibt es eine Dezernatsposition, der Name ist ja eben erwähnt worden, die nicht über ein Parteibuch verfügt, aber das ist offensichtlich da auch schon wieder alles irgendwo nicht richtig. Im Übrigen gibt es viele andere Bereiche bei Fachbereichsleitern, aber auch an den Führungspositionen der städtischen Gesellschaften, wo Menschen sitzen, die nicht über eine Parteimitgliedschaft verfügen. Ich möchte noch eines sagen, Sie haben ja das Besetzungsverfahren angesprochen, das ist ein völlig korrektes Verfahren gewesen. Wer da Zweifel an der Rechtmäßigkeit hat, da sage ich auch ganz klar, soll hier Fakten auf den Tisch legen, an welcher Stelle das Verfahren nicht rechtmäßig gewesen ist. Und auch da nicht einfach wieder irgendwas in die Landschaft hinaus posaunen, was überhaupt keinen Bestand hat. Ich sage ganz klar, Sie als Oberbürgermeister, als Chef der Verwaltung haben das gute Recht, natürlich sich Gedanken zu machen, wenn eine Position zu besetzen ist, gerade mal, wenn es eine Führungsposition ist im Dezernentengremium, wer das denn sein könnte. Und natürlich darf man da auch Namen ins Spiel bringen. Und wenn die Politik, wie bei diesen Funktionen gefragt ist, hier entsprechend ihre Zustimmung zu geben, dann hat auch die Politik das Recht, sich darüber Gedanken zu machen und auch Namen ins Spiel zu bringen. Und ich sage auch ganz klar, das wird sich mindestens mal die CDU-Fraktion auch für die Zukunft nicht nehmen lassen, dieses Recht. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang, das ist absolut nicht anrüchig oder ungewöhnlich oder sonst was, sondern ganz normal. Ich gehe sogar noch weiter, ich habe das gestern auch schon gesagt, in der Findungskommission, es ist nicht nur das Recht, gerade auch Ihr Recht, Herr Oberbürgermeister, sondern in meinen Augen auch die Pflicht, bei der Besetzung von Positionen zu schauen. Kann ich die aus den eigenen Reihen besetzen, aus meiner Organisationseinheit? Dann ist doch ganz klar, wo kommen wir denn hin, wenn das nicht mehr möglich ist? Das ist ein völlig selbstverständliches Verfahren in jedem Unternehmen, in jeder Organisationseinheit. Wenn die Möglichkeit besteht, besetze ich nach. Ist auch ein ganz klares Signal auch an die Mitarbeiter, dass sie weiterkommen können, dass sie sich entwickeln können. Das gilt nicht nur für die Ebene der Dezernenten, sondern auch entsprechend darunter. Also nochmal, hier wird irgendwas skandalisiert, was kein Skandal ist, weil man offensichtlich keine anderen Themen
hat, aber man kann auch nicht alles einfach nur, was hier mal eben so hingerotzt wird, in dieser Ratssitzung auf sich beruhen lassen. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, eigentlich hatte ich mir geschworen, auf solche Einwürfe sowohl von ProNRW als auch von der Bürgerliste nicht mehr zu reagieren. Aber ich finde in der Tat, das ist jetzt ein Moment, in dem man auch Stellung bezieht. In der Tat ist es so, Herr Schulz, dass Sie permanent Unterstellungen, Behauptungen agieren, Fakten völlig außer Acht lassen und, was ich besonders unangenehm finde, dass Sie sich auch nicht scheuen, Kübel voller Dreck über Personen auszuschütten. Nach dem Motto, es bleibt schon was kleben. Ich bin nun wirklich unverdächtig, was die Frage angeht, einen SPD- oder CDU-Posten vorzuschlagen oder mitzubestimmen. Ich sage Ihnen, es ist ein ganz völlig demokratisches und transparentes Verfahren, das hier gelaufen ist. Zu der Frage, welche Verpflichtungen, welche Pflichten, welche Verantwortung der Oberbürgermeister hat, hat der Herr Macher gerade eben schon was gesagt. Also auf eine Ausschreibung, die Ihnen an den Zeitungen erscheinen kann, sich jeder, der sich berufen fühlt, bewerben. Jeder und jede. Dann gibt es eine Findungskommission, die sich die Bewerbungen anschaut. Also Sie werden ja nicht ernsthaft erwarten, dass eine Anzahl von 50 Bewerbungen im kompletten Rat diskutiert werden. Ganz abgesehen davon, dass alle Bewerberinnen und Bewerber natürlich auch einen Schutz des Vertrauens haben, der hier in Leverkusen durch Sie, Herr Schulz, schon mal völlig in Frage gestellt ist. Das Zweite ist, dass eine Findungskommission sich dann mit den Bewerberinnen und Bewerbern auseinandersetzt. Jeder in dieser Findungskommission hat die Gelegenheit gehabt, sich ein sachliches Bild davon zu machen, aber Herr Schulz, ich sage Ihnen nochmal, an Sachen, an Sachlichkeit, an Information, an einem sachlichen Auswahlverfahren haben gar kein Interesse. Sie können sich das auch sparen, in der Tat. Sie hätten gar nicht hingehen müssen, weil Ihre Äußerungen wären nicht anders gewesen, als wenn Sie nicht da gekommen. Von daher sage ich nochmal ganz eindeutig, auch als Grüne Fraktion, ich finde das Verfahren demokratisch, ich finde das Verfahren auch transparent. Und jeder, der in der Findungskommission ist, kann sein eigenes Bild machen, eigenen Kandidaten in die Fraktion einladen. Nur am Ende, Herr Schulz, sage ich Ihnen, zählt das demokratische Recht der Mehrheit. Danke. Schulz? Ich will mal versuchen, an einem Punkt etwas konkreter noch zu werden. Wir hatten eine Ausschreibung für den Bereich Baudezernat. Diese Ausschreibung ist gelaufen. Es haben sich eine Menge von Leuten, auch qualifizierte Leuten, beworben. Leider Gottes aber nur einer, der das angab, auch das Parteibuch der Grünen zu haben. Daraufhin ist diese Aufschreibung eingestampft worden und eine zweite Ausschreibung gemacht, weil derjenige, der sich dort von der Grünen-Seite beworben hatte, ein Sozialarbeiter war, von der Dingbank hier in Leverkusen. Heißt, man hat also eine weitere Ausschreibung getätigt und ist dann fündig geworden und hat dann die Kandidatin, die gewählt worden ist, wie wurde das formuliert, die den Grünen zugerechnet wird, entsprechend gewählt. Jeder hat auch in der Presse lesen können, dass es eine Verabredung der Koalitionäre gab, dass dieses Dezernat an die Grünen fallen soll. Meine Damen und Herren, alleine hier auch an diesem einen Punkt wird doch mehr als deutlich, wie das Ganze abläuft, dass es eben leider Gottes bei der ersten Ausschreibung, wie gesagt, waren eine Reihe fähiger Leute da, nicht nach der Fähigkeit ging, sondern es muss jemand sein, der dann auch passt, und zwar parteipolitisch passt. Insoweit meine ich, wäre das hier mal ein Beispiel, wie es denn wirklich leider Gottes läuft. Herr Fürth, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also ich würde gerne wieder auf die sachliche Ebene zurückkommen. Der Antrag der Resolution der Fraktion ProNRW, den kann man nachvollziehen. Ich glaube, den kann man auch unterstützen. Die Begründung, die darunter steht, kann man jetzt so stehen lassen. Da haben wir jetzt ja ausführlich diskutiert. Die einen Sachen sind ausgetauscht worden. Es geht hier um die Resolution. Die könnte ich auch so unterstützen. Die Begründung lasse ich mal außen vor. Die würde ich am liebsten streichen erstmal für den Zweck, weil es geht hier eigentlich um eine Entscheidung des Rates, dass der bestmöglichste Kandidat gewinnt. Und diese Resolution kann ich auf meiner Seite auf jeden Fall unterstützen. Danke. Kurz noch.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also ich kann die Aufregung besonders von der CDU überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, Herr Zöffel hat es ja jetzt auch gesagt, es ist eine Position zu besetzen, es gibt viele Bewerbungen und da muss halt der Kandidat auf die Stelle gesetzt werden, der halt die beste Qualifikation hat. Ob er jetzt ein Parteibuch hat oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Nur ist es in unseren Augen halt ein Unding, dass der Bewerber schon vorher feststeht, das wird sogar in der Zeitung veröffentlicht. Und dann werden noch die ganzen Bewerbungsgespräche geführt und ich muss dann sehr guten Kandidaten absagen. Also da stimmt einfach die Reihenfolge nicht. Und daher kann ich also wirklich nur appellieren in Zukunft, dass das wirklich so läuft wie auch in der freien Wirtschaft. Jeder soll die gleiche Chance haben und am Ende wird entschieden, welcher Kandidat auf den Posten gesetzt werden kann. Vielen Dank. Also aufgeregt ist hier überhaupt keiner, um das auch mal klar zu sagen. Und ich gehe davon aus, dass die Auswahl, die getroffen wird am Ende des Tages für die Nachbesetzung des Kämmerers, eben genau die bestmögliche Entscheidung ist in dem Gesichtspunkt von Qualifikation und Leistung. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht eingehen. Es ist sehr interessant. Okay, roter Punkt, dann muss ich das leider hier an der Stelle. Herr Butt. Ja, ich war ja nicht an die Schulprüfung gegeben und ich habe da keine Masse von der Kenntnis. Das hat sich jeder Bewerber vorstellen können. Es ist für jeden die Möglichkeit gewesen, den Bewerber zu hinterfragen, sich eine Hilfe verschaffen und nach dem Bild wird entschieden. Also da gab es faire Voraussetzungen, gleiche Voraussetzungen für alle. So habe ich das erlebt, kann in den Verfahren aus meiner Sicht keine Marke kennen. Ich finde das Verfahren, so wie es gelaufen ist, korrekt. Also die Sprüche von Herrn Schoß, die kann ich nicht teilen. Herr Oberbürgermeister, ich will jetzt auch auf ein weiteres Verfahren, nicht das mit dem roten Punkt. Wir diskutieren das hier das erste Mal. Es gab keine Ausschussvorberatung gegeben. Und dann wird bei so einer wichtigen Sache dann gesagt, jetzt müssen Sie aber den Mund halten, Sie haben jetzt leider Ihre Diskussionszeit schon verbraucht. Das ist doch auch ein solches Zeichen, auch ein solches Zeichen, dass es hier in weiten Bereichen nicht ganz besonders demokratisch zugeht. Ich wusste, weil ich noch mittlerweile schon einen roten Punkt habe, ich habe das in dem Mikro immer. Also ich habe das angemacht. Das heißt, da zählt das nicht. Also das machen wir anderen. Jetzt auch was nochmal. Das, was eben beschrieben wurde, ist ja schon ein ganz normales, transparentes Verfahren. So, ich lasse mal nicht irgendwas da reinlegen, dass das Verfahren quasi irgendwo gemauschelt oder sonst was. Wir haben die Bewerbung ganz normal gesichert nach Qualifikation, nach Eignung. Und sind dann mit den Kandidaten einer Führungskommission. Sie hatten jederzeit gestern die Möglichkeit, dann die Kandidaten auch zu bewerten, ihr Votum abzugeben. Gar kein Problem. Und wir haben eine Ratssitzung als Vorlage, wo wir die Position des Kämmerers dann auch bestimmen. Also ein absolut demokratischer Prozess. Die Führungskommission ist demokratisch besetzt. Der Rott hat es gerade beschrieben. Wie gesagt, es waren gute Bewerber, es waren Bewerber gewesen, die dann quasi sich ineinander, wo wir dann mittlerweile ineinander auch diskutiert haben. Und jeder zu einer persönlichen Bewertung. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auf mich trifft ja nicht die Gnade der späten Ratsmitgliedschaft zu, sondern ich war auch schon 1999, 2004 und 2009 dabei. Ich erinnere mich sehr gut, wie Herr Schoß damals seine Forderungen formuliert hat für eine mögliche Zusammenarbeit mit uns. Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleitungen, Gesellschaften. Ich weiß das noch. Und ich kann mich auch erinnern, wie er umgegangen ist mit Herrn Dr. Schulze-Holm seiner Zeit, damals noch SPD-Ratsmitglied, und es als völlig selbstverständlich angesehen hat, dass man Herrn Nirziak nicht mehr wiedergewählt hat. Diese Töne habe ich von Herrn Schulz noch irgendwo. Er vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sowas in einer solchen Sitzung auch nochmal zu sagen. So, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich könnte ja nicht mehr. Auch die Abstimmung eröffnen. Die Abstimmung ist bei dem Tagesordnungspunkt eröffnet. Das ist
der Qualifikation. Fünf ist abgegeben, 36 Nein, 6 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungsminister Antrag abgelehnt. Dann habe ich am nächsten Tagesordnungspunkt, das ist die Vorlage 1628 über planmäßige Mittelbereitstellung für Portokosten 2017. Ich sehe keine Wortmeldung, auch hier ist dann die Abstimmung eröffnet, bitte stimmen Sie jetzt ab. Halleluja. Sieben Stimmen sind abgegeben, 46 Ja-Stimmen, eine Enthaltung, somit ist die Vorlage dann auch beschlossen. Nächster Tagesordnungspunkt, Vorlage 1772, Neustrukturierung des Bauhandelsrechts und Ordnung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung in beiden zentral wichtigen Handlungsfeldern Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum sowie bürgerfreundliche und zeitgemäße Dienstleistungsstrukturen in den Fachbereichen Bürger, Beruf und Straßenverkehr besteht die Absicht, die Fachbereiche Recht und Ordnung, Bürger, Beruf und Straßenverkehr zum 1. Januar 2018 organisatorisch neu aufzustellen. Unter Beibehaltung der derzeitigen Standorte Wieselohestraße, Haus-Forster-Straße und Friedrich-Ebert-Straße sollen Abläufe und Zuständigkeitsstrukturen neu geordnet werden. Bezogen auf das Thema Sicherheit und Ordnung geht es darum, die Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Außendienstes der Fachbereiche Recht und Ordnung sowie Straßenverkehr zu bündeln, Zuständigkeitsprobleme zu lösen, Verfahren zu vereinfachen und die Tätigkeiten effizienter zu erledigen. Eine zentrale Stelle für Ordnungsdienste ermöglicht, die vorhandenen Kapazitäten des Außendienstes flexibler einzusetzen. Zielsetzung an dieser Stelle ist, ein starkes Ordnungsamt zu schaffen, das auch den gestiegenen Anforderungen der Polizei an die Ordnungsbehörde gerecht werden kann. Die Details und Einzelmaßnahmen werden gerade verwaltungsintern abgestimmt. Wenn Sie heute diesen Antrag beschließen, werde ich Sie selbstverständlich über die beabsichtigte Neuordnung weiter informieren und Ihnen nach einem Jahr einen Zwischenbericht und Evaluierung der Veränderung vorlegen. Die inhaltlichen Wünsche des Antrages werden wir, wie bereits über ZDA Rat, Anfang Juli 2017 auf Anfrage der CDU mitgeteilt, nach Umsetzung der Veränderung aufgreifen. Das ist meine Stellungnahme. Keine Wortmeldung, dann würde ich auch hier über den Antrag abstimmen lassen. Die Abstimmung ist hier geöffnet. Sie sind abgegeben, 44 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Damit ist der Antrag von der CDU angenommen. Das ist der nächste Tagesordnungspunkt, Vorlage 1774, Antrag der Gruppe ProNRW, Beschränkung von Straßenmusik. Frau Kutzler. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, es hat in der Vergangenheit vermehrt Beschwerden von Geschäftsleuten, aber auch von Passanten über musikalische Darbietungen in den Fußgängerzonen von Wiesdorf, Schwebusch und auch Lahn gegeben. Die Beschwerden richteten sich dabei vor allem auf die Dauer und die Lautstärke sowie die Qualität der musikalischen Darbietungen. Wir bitten daher die Verwaltung, einmal zu prüfen und natürlich auch anschließend zu berichten, welche rechtlichen Möglichkeiten der Beschränkung hinsichtlich Dauer, Lautstärke und Qualität möglich sind. Die Prüfung sollte sich aber auch auf die Rechtssicherheit von Beschränkungen erstrecken, die Dauer und Lautstärke, bei Dauer und Lautstärke sind messbar, aber natürlich auch für die Qualitätsbeurteilung sollen Kriterien ausgearbeitet werden. An dieser Stelle möchte ich auch noch darauf aufmerksam machen, dass andere Städte, wie zum Beispiel München, mit entsprechenden Regelungen bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Ich bitte Sie daher, unseren Antrag zu unterstützen. Vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldung, die Abstimmung ist wieder eröffnet. Bitte schauen Sie an. Sechs Stimmen abgegeben, 2 Ja, 41 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen, somit ist der Antrag von ProNRW abgelehnt. Tagesordnungspunkt 7, Konzept zum Bevölkerungsschutz in Leverkusen. Antrag ProNRW, die Vorlage 1792.
Da gab es eine Vorbereitung im Finanzausschuss mit folgendem Ergebnis. Der Tagesordnungspunkt wird mit Zustimmung des Antragstellers einstimmig in die nächste Sitzung des Finanz- und Rechtsausschusses vertagt und würde auf ein Nachlass Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu dieser Fragestellung gab es auch eine kleine Nachfrage im Bürger- und Umweltausschuss von Reinsdorf, der dann nochmal gezielte Nachfragen hatte zur Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten. Ich würde vorschlagen, dass dann auch diese Fragestellung im Finanz- und Rechtsausschuss gemeinsam behandelt wird, wenn der Leiter der Berufsfeuerwehr da auch Ihnen das Konzept vorstellt. Dann machen wir das. Herr Beusicht, hat sich durch Ihren Beitrag erledigt. Vertagung im nächsten Turnus. Gut. Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen, Vertagung im nächsten Turnus. Bitte stimmt jetzt ab. Stimmen, somit ist die Vertagung dann auch akzeptiert. Dann der nächste Tagesordnungspunkt, Vorlage 1791 über planmäßige Mittelraumeinstellung. Ich sehe keine Wortmeldung. Auch hier ist jetzt die Abstimmung eröffnet, bitte schon jetzt ab. Abgegeben, 46 Ja-Stimmen, somit ist das auch hier einstimmig in der 1791. Ich gebe jetzt die Sitzungsleitung an Herrn Bürgermeister Marewski ab. Bitte schön, Herr Bürgermeister. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Das sind im Wesentlichen die Jahresabschlüsse. Da möchte ich vorab zu den Jahresabschlüssen sagen, Ratsmitglieder, die selbst einem Aufsichtsrat angehören, haben sowohl bei der Beratung als auch bei der Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates entsprechend der Gemeindeordnung kein Mitwirkungsrecht. Ich werde dann jeweils bei der jeweiligen Vorlage dann sagen, wer vom Mitwirkungsverbot betroffen ist. Wir kommen zur Vorlage 1701, Jahresabschluss 2016 der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Ich lasse getrennt abstimmen, Punkt 1 und Punkt 2. Zunächst Punkt 1 über Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzgewinn und Entlastung. Ja, Herr Pott. Ja, TGL steht als sehr solides Unternehmen da. Die Bilanz strotzt vor Kraft und Understatement, stille Reserven gibt es glücklicherweise zu kaufen. Wir stimmen dem Jahresabschluss zu. Die WGL ist eine gesunde Tochter der Stadt, ein Glück, dass es sie gibt. Allerdings kommt die WGL wie ein Porsche vor, der die Schüchter auf der rechten Spur zwischen den LKWs einreiht und mit 80 Kilometern vor sich hin. Unseres Erachtens wäre aber aus der Staatenposition der WGL heraus mehr möglich. Mehr als der bisher geplante Wohnungsbau und auch mehr Engagement in der Stadt. Ein Antrag, der dazu anstoßen sollte, hat Plan Plus im Mai eingebracht. Die WGL hat dazu nur den Finanzausschuss Stellung genommen. Dabei zeigte sie sich nicht besonders kritikfähig. Allerdings, und das nehmen wir sehr erfreut zur Kenntnis, steht die WGL nun doch als Käufer für die Leverkusener Parkhausgesellschaft im Gespräch. So kann man es dem Geschäftsbericht der LPG entnehmen. Das sah vor kurzem noch ganz anders aus. Da wird die Parkhausgesellschaft noch aus dem Konzern der Leverkusen heraus verkauft. Auch sucht die WGL mittlerweile auf sehr breiter Basis, auf einer ganzen Seite ihrer Mieterzeitschrift nach Baugrundstücken, um zusätzlichen Wohnungsbau betreiben zu können. Da nehmen wir es gerne hin, wenn uns der Mut und unseren Anschluss in dem Engagement der WGL um die Ohren haut, wenn der Still und Leise dann doch der Hilfe. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich. Ich war ja gestern nicht beim Finanzausschuss, hat der Geschäftsführer Hoffmann Muss ja auch vorgetragen gehabt. Es sitzen auch einige Mitglieder des Aufsichtsrates und wir führen ja diese Diskussion über die WGL jetzt schon in mehreren Sitzungen. Die Bundesbaugesellschaft ist eine ständige Gesellschaft und ich leite die Gesellschaft als Aufsichtsvorsitzender mittlerweile, glaube ich, über seit 10 Jahren. Ich weiß, was die Gesellschaft für eine Qualität hat und was die Gesellschaft für diese Stadt bedeutet und was sie bisher auch geleistet hat. Ich möchte auch nicht jetzt unbedingt immer die einzelnen Sachen aufzählen, das haben wir wirklich en masse schon gemacht, wie viele Millionen wir in diese Stadt hineinstecken in einen Wohnungsbau, der eine Preisstabilität signalisiert. Und wenn Sie die Presse sich anschauen, wie die Preise sich entwickeln, gerade in großstädtischen Bereichen, müssen Sie normalerweise das wirklich wertschätzen, dass wir hier eine große Gesellschaft haben mit einem großen Wohnungsbestand, mit zufriedenen Mietern. Ich habe, glaube ich, in meinen ganzen 10 Jahren
ist kein einziger Mieter an mich herangetreten, der irgendeine Beschwerde gehabt hat. Deshalb ist das für mich ein absolutes Qualitätsmerkmal. Ich finde es nicht korrekt, wenn man als Ratsherr immer wieder versucht, eine Wohnungsbaugesellschaft in ein Licht zu rücken. Jetzt haben sie auch selbst gesagt, er ist nicht, kritikfähig. Wir haben im Aufsichtsrat, wir waren ja eben bei der Stellenbesetzung einer Erfindungskommission, genauso sind die Gremien auch besetzt, demokratisch besetzt durch alle Fraktionen, beziehungsweise durch die und dann auch, was man in der Wahl dann errungen hat. Und es ist ein intensiver Diskussionsprozess, wie man Kapital einsetzt, wo man investiert, wie man es investiert, wie man Aufträge platziert, wie man heimische Wirtschaft vorantreibt. Glauben Sie mir wirklich, dass die Menschen, die die WGL mitgestaltet haben, ich bin da nur ein Teil von, die Vorsitzenden, Mitglieder vorher, vor meiner Zeit, haben das sehr bewusst gemacht, sehr zielstrebig gemacht und zum Wohle des Satzungszweckes, nämlich die Schaffung von preiswerten Wohnraum für die gesamte Bevölkerung. Deshalb bitte ich wirklich darum, die Wohnungsbaugesellschaft nicht immer so ständig in jedem politischen Gremium, wenn sie die Möglichkeit haben, doch vorzutragen, in so einen schlechten Blick zurück. Das entspricht nicht der Tatsache. Das entspricht auch nicht die Qualität quasi der Mitarbeiter. Ich habe das schon mal gesagt, es geht auf Rückenversorgung der Mitarbeiter. Die machen einen hervorragenden Job, nicht nur erst seit den letzten Jahren, sondern eine kontinuierliche Entwicklung, die sich dann immer, wenn sie durch Leverkusen fahren, sondern vielleicht mal Rheinland durchfahren oder andere Städte, wo wir große Bestände haben, wenn sie sich doch mit Menschen unterhalten, die froh sind, dass Wohnungsstrukturen erhalten werden, dass saniert wird, dass es investiert wird. Dass man Quartiere entwickelt, dass man Raumfelder freimacht, dass man Lichtkonzepte fährt. Deshalb finde ich das sehr kontraproduktiv. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Jetzt hast du mich aber wirklich. Jetzt hast du mich bis ins Gibt es noch Fragen? Noch mehr Antwort. Bitte schön. Ich habe ja gerade bewusst gesagt, es ist ein Glück, dass die WG erlebt. Damit ist eine deutsche Wertschätzung der WG erleben ausgedrückt. Unser Ansatz ist eben, wir würden uns etwas mehr auf den Wünschen halten. Das habe ich ja gerade geschildert, dass wir da ja auch Ansätze sehen. Eine weitere Wortmeldung von Herrn Eckloff. Ja, Herr Bürgermeister, wenn der Herr Burzel jetzt nicht noch ein zweites Mal zu Wort gemeldet hätte, dann hätte ich jetzt es auch bei den Aussagen des Oberbürgermeisters belassen können. Aber ich bin auch extra deshalb in den Finanzausschuss gekommen, um mir das anzuhören, was wohl wieder von Herrn Bott zum Thema WGL kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es und will es auch so nicht mehr weitertragen. Wir haben eine hervorragend geführte Gesellschaft mit Rekordgewinn, mit sozialem Engagement. Ein Vorzeigeunternehmen unserer Stadt, vielleicht das Vorzeigeunternehmen. Und es wird immer und immer neu Anlass gesucht, der sich in Wirklichkeit überhaupt nicht bietet, um das malig zu machen und schlecht zu reden und dann im Nachgang sogar das, was man selber zunächst einmal in den Medien behauptet hat, zu leugnen, aber dann mit anderen Angriffen zu kommen. Und dahinter befürchte ich immer den obladender Separatismus, der mir ganz unangenehm ist und auch unseriös ist. Und ich musste mich jetzt deshalb in diesem Sinne nochmal zu Wort melden. Ich finde das mittlerweile unerträglich. Ich kann es nicht mehr gut vertragen, was hier von Herrn Bott zur WGL kommt. Bitte, bitte schränken Sie sich ein. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gut, dann ist das abgearbeitet. Ich darf jetzt zur Vorlage kommen, 17.01, und aufrufen, die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 1, eben schon aufgeführt. So, bitte abstimmen jetzt. Alle dürfen mitstimmen. Okay, 46 Stimmen. Da will ich nicht entfalten. Ja, alles okay, 46 abgegebene Stimmen, das ist auch die richtige Zahl, damit ist okay, ist so entschieden. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, zum Punkt 2 der Vorlage Entlastungsentziehung des Rates. Wir sind vom Mitwirkungsverbot betroffen, Herr Oberbürgermeister Uwe Richrath, Frau Bürgermeisterin Eva Lux,
Ratsherr Altenburg, Ratsherr Barke, Ratsherr Traforst, Ratsherr Miesen, Ratsherr Schoß. Bitte jetzt abstimmen. So, 37 Ja, 2 Enthaltungen, damit ist so entschieden. Wir kommen dann zur nächsten Vorlage, Vorlage 1734. Hier geht es um Jahresabschluss der Sparkasse Leverkusen. Auch hier 2 Punkte. Die Vorlage 1732 geht um die Wirtschaftsförderung. Da gibt es auch die Beschlussentwürfe 1 und 2 dann. Bei 1 kann jeder abstimmen, bei 2 dürfen nicht mit abstimmen Herr Ratsherr Baretzky, Frau Ratsfrau Rochhausen-Schulich, Frau Ratsfrau Bunde, Herr Ratsherr Tahiri und Herr Ratsherr Schofs, das Vertragsordnungspunkt. Also bei Punkt 2 dürfen diese Personen dann nicht mitstimmen. Gut. Jetzt sind wir erst bei 1, die Abstimmung ist eröffnet. Beschlussentwurf Position 1, bitte stimmen Sie jetzt ab. Jeder darf mitstimmen. Wir haben enthalten. 46 Stimmen sind abgegeben, 36 Ja, eine Nein und 9 Enthaltung. Das ist dieser Punkt beschlossen. Jetzt bin ich bei Stunde 2. Das ist Entlastung. Dürfen, wie gesagt, Baretzky, Bruch und Schulig, Bunde, Familie Schufs nicht mit abstimmen. Die Abstimmung ist jetzt eröffnet. Ich stimme sie jetzt ab. Abgegeben, 33 Ja, 8 Enthaltungen, somit ist auf dieser Punkt geschlossen, somit ist dann die ganze Vorlage geschlossen. Ja, dann bin ich bei Tagesordnungspunkt 12, Gesellschaft. Genau, die JSL. Wir dürfen alle mitstimmen. Dann ist hiermit auch sofort die Abstimmung geöffnet, bitte stimmen Sie jetzt ab. Ja, 45 Stimmen abgegeben, 46 Stimmen abgegeben, 42 Ja-Stimmen. Entschuldigung, erstmal Herr Omankowski. Verdrückt. Verdrückt, alles klar, dann lassen wir es so. 46 Stimmen abgegeben, 42 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen, somit ist denen auch die Vorlage geschlossen. Herr Baretzky, übergeben wir das Wort. Vielen Dank für die Entschuldigung. Also, Tagesordnungspunkt 12, Vorlage 1734, Jahresabschluss des Bankers Leverkusen. Ist da Wortmeldung? Das ist nicht der Fall, dann machen wir so wie eben. Also, der Beschlussentwurf, den Jahresüberschuss so einzustellen. Bei Punkt 2 will ich dann wieder sagen, wenn ich machen darf. Also, zunächst mal Punkt 1. Wer ist dafür? Alle dürfen abstimmen. Das sind 46, damit ist so entschieden. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, der geht um die Entlastung des Verwaltungsrates. Hier sind vom Mitwirkungsverbot betroffene Oberbürgermeister Uwe Richard, Frau Bürgermeisterin Eva Lux, Ratsfrau Heike Kunde, Ratsherr Thomas Almermacher, Ratsherr Paul Hebbel, Ratsherr Peter Ippolito, Ratsherr Rudolf Müller, Ratsherr Erhard Schoß, Ratsfrau Dr. Monika Wallimey-Ahrens, Ratsfrau Irmgard von Schlipp-Bekowski, Ratsherr Sven Tahiri, Ratsherr Karl Schweiger, Ratsherr Rüdiger Scholz und Ratsherr Miesen. Bitte abstimmen jetzt. Hallo Rat hier. Ja, wir hören auch, was das Türchen ist. Ganz zuvor begeistert. 32 Stimmen, dann ist so abgestimmt worden. Wir kommen zur nächsten Vorlage. Das ist Punkt 13, Vorlage 1736, Jahresabschluss der UZI GmbH und Entlastung. Hier werde ich den Punkt 1 und 3 können wir hier zusammen abstimmen und den Punkt 2 dann wieder getrennt, weil es da die Entlastung nicht auf Und mein Klinikum. Ist Wortmeldung dazu, das ist nicht der Fall, dann lasse ich über Punkt 1 und 3 jetzt abstimmen, bitte jetzt. Alle können abstimmen. Wir sind alle ein. Wir haben Punkt 1 und 3. So, das sind 46
90 abgegebene Stimmen, das ist einstimmig. Ich komme zum Tagesordnung, zum Beschlussentwurf Punkt 2, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates. Hier dürfen Sie mitwirken, Herr Ratsherr Albrecht von Mankowski und Herr Ratsherr Oliver Groß. Bitte abstimmen jetzt. Die rechtlichen Auseinandersetzungen, die laufen immer noch. So, das sind 44 abgegebene Stimmen. Damit ist das also auch entschieden, die 43 Zustimmung. Ich komme zum nächsten Tagesordnungspunkt 14, Vorlage 1745. Hier geht es um den Jahresabschluss 2016 in Rhein-Bahnstadt Opladen, GmbH und Entlastung. Punkt 1, entsprechend Jahresabschluss, Nachbericht und so weiter. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann müssen wir jetzt abstimmen. Alle dürfen abstimmen. So, 46 abgegebene Stimmen mit 40 Ja. Also entschieden, ich darf zum Punkt 2 kommen, nämlich die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates. Wir sind von dem Wirkungsverbot betroffen, Herr Bürgermeister Uwe Richard, Herr Ratsherr Oliver, Ratsfrau Hospital, Ratsherr Markus Weisig, Ratsfrau Nicole Kumpfert, Ratsherr Christopher Krafos, Ratsherr Markus Pott, Ratsherr Dietmar Schaller und Ratsherr Erhard Schoß. Bitte abstimmen jetzt. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 15, das ist die Vorlage 1750. Hier geht es um den Jahresabschluss der Leverkusener Beratungsgesellschaft und Entlastung. Da ist keiner von den Ratsmitgliedern betroffen, also jetzt können alle abstimmen. Das ist dann auch Fragen. Das ist nicht der Fall, dann bitte abstimmen jetzt. So, 46 abgegebene Stimmen, 45 Ja, damit ist so entschieden. Ich komme zum nächsten Tagesordnungspunkt 16, Vorlage 1752. Hier geht es um den Jahresabschluss 2016 in der Energieversorgung Leverkusen. Hier möchte ich auch abstimmen, Punkte 1 und 3, weil 2 ja dann wieder mit Wirkungsverbot besteht. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich abstimmen über die, über die Punkte 1 und 3 der Tagesordnung, des jeweiligen Tagesordnungspunktes. 1 und 3. Alle dürfen bestimmen. 1 dürfen. 45 abgegebene Stimmen, das entspricht auch den Anwesenden hier zum Abstimmen. Damit ist so entschieden. Ich komme zum Punkt 2 dieser Vorlage. Hier sind vom Mitwirkungsverbot betroffen Herr Oberbürgermeister Uwe Richard, Herr Bürgermeister Gerhard Wölber, Ratsherr Thomas Eimermacher, Ratsherr Peter Ippolito und Ratsherr Erhard Schoß. Bitte jetzt abstimmen. Okay, es sind 41 Stimmen, 41 Ja, damit ist so entschieden. Ich komme zum nächsten Tagesordnungspunkt 17, Vorlage 1754, Jahresabschluss 2016 der Arena und so weiter. Gibt es Wortmeldungen hierzu? Das ist nicht der Fall, dann lasse ich abstimmen die Punkte 1, 3 und 4 und Punkt 2 dann wieder gesondert. Also Abstimmung zu den Punkten 1, 3 und 4 dieser Vorlage bitte jetzt. Also 45 abgegebene Stimmen, damit ist so entschieden. Nun zum Punkt 2 dieser Vorlage, also die Entlastung des Aufsichtsrates, vom Mitwirkungsverbot betroffen sind Ratsfrau Heike Bunde, Ratsherr Dirk Andowski, Ratsherr Tim Feist, Ratsherr Albrecht Mankowski, Ratsherr Oliver Groß und Ratsherr Karl Schweiger. Bitte jetzt abstimmen. Dein inneres Seelenfrieden rettet.
Okay, das sind jetzt 40. Damit ist so entschieden. Wir kommen dann zur nächsten Tagesordnungspunkt 18, Vorlage 1755. Hier geht es um Jahresabschluss der Loga. Und hier Wortmeldungen sind hier nicht. Hier lasse ich quasi die Punkte 1, 3 und 4 zusammen und lasse darüber als erstes abstimmen. Sie dürfen alle mitmachen. Bitte jetzt. Alle mit. 46, damit ist so entschieden. Jetzt gesondert der Punkt 2 der Vorlage, Entlastung des Aufsichtsrates. Hier sind vom Mitwirkungsverbot betroffen Ratsfrau Heike Runde, Ratsherr Deflanowski, Ratsherr Tim Feister, Ratsherr Albrecht Omankowski und Ratsherr Karl Schweiger. Bitte abstimmen Sie jetzt. Ich bin auch gegangen, Kollege. So, ich könnte euch jetzt noch überlegen. Ich komme mit. 41 Ja, damit ist so entschieden. Ich komme dann zum Tagesordnungspunkt 19, Vorlage 1758. Hier geht es um den Jahresabschluss 2016 der Klinikum Leverkusen, GmbH und so weiter. Hier sind zwei Tagesordnungspunkte. Zur nächsten Wortmeldung sehe ich keinen. Zur nächsten Tagesordnungspunkt 1. Bitte die Abstimmung jetzt. Alle dürfen. Ich habe ja gar nichts. Du hast den Versuch gemacht. So, 44 abgegeben, Stimmen 35 Ja, damit ist so entschieden. Und der Punkt 2 der Vorlage, Entlastung des Aufsichtsrates, hier sind vom Mitwirkungsverbot betroffen, Herr Oberbürgermeister Uwe Richtmann, Ratsfrau Annegret, Frau Schulich, Ratsherr Paul Heppel, Ratsherr Jan Masowski, Ratsherr Oliver Ruß und Ratsfrau Barbara Trampen auf dem Tegels abstehen. Gibt mir jetzt auch Geld. Sind Geld sofort. Ist das nicht? So, das sind 39 abgegebene Stimmen, 31 Ja, damit ist so entschieden. Und ich darf jetzt abgeben wieder an Herrn Bürgermeister. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Marewski. Jetzt sind wir bei der Vorlage 1780, das ist der Jahresabschluss für die IVL. Beschlussentwurf gliedert sich auf Punkt 1 und Punkt 2. Punkt 2 sind nicht abstimmungsfähig, weil wir in diesem drin sitzen. Herr Bürgermeister Bernhard Marewski und Herr Ratsherr Dirk Blö. Ich lasse jetzt über den Punkt 1 des Beschlussentwurfs abstimmen, da kann jeder mit abstimmen, bitte stimmen Sie jetzt ab. Die IVL, sondern um die Informationsgesellschaft. Das ist nicht die IVL. Stimmen sind abgegeben, 46 Ja stimmt Einstimmigkeit. Punkt 1, Punkt 2, wie gesagt, Herr Marewski und Herr Lüth dürfen nicht mitstimmen, aber die Abstimmung ist jetzt dann auch hier eröffnet, bitte schön beantwortet. Der Dorn ist, wir sind ganz gut. Am Ende, nicht? Wir haben nur 4 Tage vorher gekriegt. Oder? Hat die bunten Werk. Ja. Ja. Dann bin ich beim Tagesordnungspunkt 21, Vorlage 1748, Klimaschutz in Leverkusen. Vorberatende Gremium Bürger- und Umweltausschuss am 28.08. Einstimmigkeit. Herr Busch, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Bürger- und Umweltausschuss habe ich ja schon meine Enttäuschung über das vorliegende Klimaschutzkonzept geäußert, weil für die Stadt Leverkusen, für die Bürger unserer Stadt spezielle und wichtige Aspekte fehlen bzw. viel zu kurz kommen. Ohne jetzt aber meinen Wortbeitrag im Ausschuss zu wiederholen, hier nur kurz beispielhaft einige Anmerkungen, die mir im Rat wichtig sind. Fakt ist, mit der mittleren jährlichen Durchschnittstemperatur von 10,8 Grad gehört Leverkusen zu den wärmsten Standorten in Deutschland. Da steht auf Seite 19 dieses Konzeptes. Das war mir so bisher nicht bekannt. Von daher ist die Ausarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für unsere Stadt zwingend notwendig. Was sind nun Faktoren, die unter anderem Einfluss auf unser Stadtklima haben? Zum allgemeinen Wissensstand gehört, dass Wälder über die Speicherung von Kohlenstoff einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein Kubikmeter Holz speichert durchschnittlich eine Tonne CO2.
Wir in Leverkusen sind ja nicht gerade gesegnet mit großen Waldflächen. Umso wichtiger sind der Erhalt und die Qualifizierung der vorhandenen Waldgebiete. Weshalb ich das jetzt so sage, Straßen-NRW denkt ja ernsthaft daran, einen LKW- und PKW-Parkplatz im Bürgerbusch einzurichten. Was das für Folgen für unser Stadtklima mit sich bringt, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu sagen. Also meine Forderung, Finger weg vom Bürgerbusch und Erweiterung des vorliegenden Maßnahmenkatalogs im Handlungsfeld 4, im Klimaschutzkonzept, da geht es um die klimagerechte Stadtentwicklung mit der Formulierung, so ein Vorschlag von mir, Erhalt und Pflege der Leverkusener Wald- und Nutzflächen als Klimaschutzzonen. Einen zweiten Punkt, der mir im Klimaschutzkonzept fehlt, möchte ich anführen, und zwar Klimaschutz und Bauflächenmanagement. Ein sorgsamer Umgang mit der Ressource Boden ist ein wichtiger Beitrag zum kommunalen Klimaschutz. Bei aller Notwendigkeit zum Bau von neuen Wohneinheiten, der Erhalt von Grünflächen und Frischluftschneisen sichert ökologische Bodenfunktionen und klimawirksame Freiraumfunktionen. Besonders hat mich überrascht, dass das Thema Autobahnverkehre keine zentrale Rolle im Klimaschutzkonzept eingenommen hat. Eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen ist doch nur mit Einbezug der Autobahnproblematik zu lösen. Von daher sollte eine Maßnahme im Handlungsfeld 3, das heißt Mobilität, lauten: Führung der Autobahnverkehre in Leverkusen möglichst im Tunnelrohr. Herr Mertens als zuständiger Dezernent hat zugestimmt, dass weitere Gesprächsrunden im Klimaschutzkonzept stattfinden werden. Wir als FDP-Ratsgruppe werden uns doch mit unseren Anregungen einbringen. Von daher gesehen werden wir der Vorlage zustimmen. Dankeschön. Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Busch, es hat mich gefreut gerade eben, dass Sie sich so für die Bäume einsetzen. Und ich freue mich darauf, dass wir bei unserem Antrag auf Einführung der Baumschutzsatzung demnächst noch auf die Zustimmung der FDP hoffen können. Das Zweite ist, ich kann Ihrer Kritik teilweise nicht folgen, weil ich mich frage, was hat das, was Sie kritisieren, mit der Vorlage zu tun, die sich darum kümmert, wie ein Klimaschutzkonzept in den künftigen Jahren erarbeitet werden kann und interdisziplinär und über alle Fachbereiche hinweg dazu führt, dass das Klima hier in Leverkusen besser geschützt wird. Ja, Sie haben recht, was die Frage der Belastung durch die Autobahnen angeht, ist das eine Sache, die uns beschäftigt. Nichtsdestotrotz brauchen wir mit dem Klimaschutzkonzept gar nicht erst anzufangen, wenn wir diese Frage in den Mittelpunkt stellen, weil da haben wir keinerlei Einfluss. Umso mehr hatte ich mich gefreut, das sage ich nochmal ganz eindeutig an die Adresse des Dezernats Umwelt. Herr Mertens, Sie und Ihre Mitarbeiter haben eine wirklich gute Vorlage erarbeitet. Gemeinsam sind wir stark. Und ich sage das ganz eindeutig zu allen Punkten, die hier niedergeschrieben wurden. Ich möchte nicht die inhaltliche und fachliche Diskussion aus dem Umweltausschuss wiederholen, sondern in der Tat nur die Rahmenbedingungen auch nochmal zitieren, die dazu geführt haben, dass wir eine solche Vorlage immer auf dem Tisch liegen haben und wir eben mit der wir umzugehen haben. Seit 2008, nachdem der Rat sich und zwar im Übrigen immer fast einstimmig den Klimaschutzzielen angeschlossen hat, dann folgend in 2011 und 2016 dann auch was den European Energy Award angeht, sich nochmal positioniert. Ich gehe auch davon aus, dass diese Vorlage mit dem integrierten Klimaschutzkonzept und den weiteren Punkten, die sich daraus ergeben, hier mit Mehrheit beschlossen werden. Herr Wölber hat bereits im Umweltausschuss gesagt, dass wir, wenn wir das mit einer solchen Gemeinsamkeit auf den Weg geben, wir auch gute Chancen haben, einzelne Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept benannt sind, für die Zukunft umzusetzen sind, dass wir die tatsächlich in die Hand nehmen können, umsetzen können, dass wir in wenigen Jahren dann auch einen durch Erfolg inhaltlicher Art zum Klimaschutz hier in Leverkusen erreichen. Also nochmals mein Dankeschön an das Dezernat, an die Mitarbeiter und ich sage nochmals, wie gut es gewesen ist, dass wir Ende des vergangenen Jahres beschlossen haben, einen Klimaschutzmanager, dessen Personalkosten ja auch gefördert werden, hier beantragen. Und ich finde es auch gut, dass auch dieser Antrag mit großer Mehrheit beschlossen worden ist. Den bringt uns, glaube ich, noch weiter. Und danke. Herr Schuster, bitte. Meine Damen und Herren.
meine Damen und Herren, genau wie früher auch, wie früher auch, wenn wir natürlich diesen riesen Wunschkatalog uns auch wieder anschließen. Aber auch wir sind der Meinung, dass das, was Herr Busch eben vorgetragen hat, durchaus hier als Ergänzung hineingehört. Und auf diesem Hintergrund würden wir auch dafür plädieren, diese Anregungen von Herrn Busch aufzunehmen. Insbesondere, das können Sie sich denken, liegt uns natürlich der Bereich Autobahn, das ist sowohl was das Parken angeht, als auch die angesprochene Tunnellösung. Aber auch die anderen Anregungen würden wir mittragen, deswegen würde ich also beantragen, das entsprechend auch aufzunehmen. Sie haben ja nochmal auch aus dem Bürger- und Umweltausschuss ja auch nochmal fixiert worden, dass jetzt weitere Arbeitsgespräche mit den umweltpolitischen Sprechern stattfinden. Ist das jetzt ein Antrag, den Sie jetzt gerade formuliert haben? So habe ich das gesagt, ja. Ich bin des Deutschen mächtig. Dankeschön. Dann Herr Engel. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin versucht zu sagen, das ist eine fleißige Arbeit. Wenn man das einem Maler sagt, ist das eine Beleidigung. Aber hier wirklich ist nicht so aufzufassen. Es ist wirklich eine fleißige Arbeit über 136 Seiten. Nur jetzt kommt meine Kritik. Die Vorlage trägt das Datum vom 18.8. Sie fällt uns dann irgendwann am 21.8. vor die Füße. Wird am 28.8. im Bürger- und Umweltausschuss beraten. Die Kollegen haben das natürlich alles gelesen. Klar. Völlig klar, wie wir auch. Wir haben das dann 3 Tage später alles gelesen und verstanden. Also ich bitte doch die Verwaltung mal darüber nachzudenken, wenn sie mehrjährig an solchen Themen arbeitet, auch andere Informationsschritte vorzuschalten, als vom 18.8. über den 28.8. zu einer endgültigen Beratung am 31.8. hier im Rat. Was Klimaschutz angeht, da wissen wir ja nun alle, Houston, wir haben ein Problem, das kommt in diesen Tagen in seinem Sinn zu völlig was anderem. Selbst der Herr Trump wird das lernen müssen, dass es im Klima nicht mehr so ist wie vor vielen Jahren. Aber wir müssen schon ein bisschen auch darauf achten, dass wir ein solches Werk nicht innerhalb weniger Tage zugestellt bekommen und dann erwartet wird, dass wir das alles lesen und verstehen, und am Ende wird er dann gesagt, das hat der Rat beschlossen. Also da müssen wir ein bisschen, bitte ich auch um Verständnis, da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir da fair miteinander umgehen. Vielleicht kann auch mal bei Gelegenheit in den Arbeitsgesprächen erklärt werden, wenn aus Akte 97 steht, Verstetigung Klimaschutz in der Stadtplanung, mögliche Umsetzungshemmnisse, fehlendes Interesse der Stadt vor. Jo. Das bitte ich nicht heute, aber dann doch gelegentlich mal zu erklären, was oder wer damit gemeint ist. Vielleicht bin ich ja auch damit gemeint. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, also den Schuh der knappen Zustellung der Unterlagen, den ziehe ich mir an. Es ist an dem Konzept mit Hochdruck gearbeitet worden. Es ist in letzter Minute wirklich fertiggestellt worden. Wir haben seinerzeit auch Informationsgespräche für die Fraktion durchgeführt. Wir haben dort die umweltpolitischen Sprecher eingeladen. Von daher muss ich das ein Stück weit relativieren. Es gab eine Vorberatung. Ich sehe dieses Klimaschutzkonzept als eine Basis für weiteres Vorgehen. Und so habe ich es auch im Bürger- und Umweltausschuss gesagt. Wir werden selbstverständlich in den Dialog auch außerhalb der regulären Ausschussgremien in den Dialog mit der Politik eintreten. Es geht hier darum, auch eine Grundlage für etwaige weitere Förderkulissen zu schaffen. Darum geht es hier auch. Und deswegen möchte ich hier nochmal um die Zustimmung zu diesem Klimaschutzkonzept bitten. Was Sie gerade angesagt haben, Herr Hebel, das ist ein redaktionelles Versehen, ein redaktioneller Fehler, für den ich mich auch nur entschuldigen kann. Streichen Sie es in Ihren Versionen und in Ihren Köpfen. Das ist, glaube ich, auch der Eile geschuldet. Und deswegen hat es das Das ist ja jetzt noch ein drauf. Der haut noch einen drauf. Der haut noch einen drauf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Halleluja. Herr Schoß, darf ich? Prima, vielen Dank. Ja, ich möchte für die SPD-Fraktion auch mal sagen, wir finden es sehr gut, dass das Klimaschutzkonzept, was da von der Verwaltung geleistet worden ist, das ist wirklich ein tolles Papier. Da ist unheimlich viel Inhalt hinten, wie Sie gerade, Herr Martens, gesagt haben. Es ist ja auch erst der Aufschlag
für einen längeren Prozess, den wir auch begleiten werden, gemeinsam, das haben Sie auch zugesagt, dass wir da weiterhin eingebunden werden. Gerade Herr Hebel, die Sachen, die Sie gerade angemerkt haben, die haben wir alle im Ausschuss genau ausdiskutiert. Der Herr Marewski hatte auch diese Anregung gehabt, wieso steht jetzt da drin? Bei dem Beitrag von Herrn Busch bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil genau die Punkte haben wir jetzt eigentlich im Ausschuss auch schon diskutiert und der Herr Nabz hat auch das, versichert, dass das ganze Thema Autobahn über das Mobilitätskonzept mit da drin ist. Also das muss man jetzt extra nicht nochmal so hervorheben, dass da was fehlen würde. Das stimmt nicht, da ist alles drin. Die Diskussion ist dann noch offen, das weiterzuführen dabei. Da sollten wir alle dran mitarbeiten und nicht nur über die kritischen Punkte sehen, sondern es weiter allgemein vorantreiben. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir uns noch im Klaren machen müssen, dass die ganzen Maßnahmen, die wir da drin haben und dann, über die wir dann irgendwann mal entscheiden, werden alle viel Geld kosten werden. Ein Teil wird gefördert, die erste Maßnahme war, glaube ich, 50% gefördert, aber die anderen Sachen werden auch Geld kosten. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal an Bund und Land appellieren, dass diese Sachen nicht von uns bezahlt werden, sondern dass sie ganz klar von oben herunter, die auch die Ziele mitgesetzt haben und bestätigt haben, dann auch bezahlt werden. Weil ich möchte nicht in die Position kommen, dass wir uns hier entscheiden müssen, ob ein Kindergarten saniert werden kann oder auch irgendwie Solardächer gebaut werden können. Das ist beides wichtig, es muss beides gemacht werden, es muss alles finanziert werden. Und da müssen wir damit auch mal kommen, dass wir da die Hand kriegen und sagen, so, Bund jetzt bezahlt hat oder Land bezahlt hat. Aber insgesamt ist es der richtige Aufschlag und das sollten wir weiter verfolgen, weil es gibt, glaube ich, auch keine Alternative dazu, das zu machen. Vielen Dank. Herr Bürgermeister Marewski, bitte. Ja, vielen Dank. Da kann ich eigentlich nur nahtlos ansetzen. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, was Herr Löb angesprochen hat, dass wir natürlich von außen wieder bekommen müssen, dass wir natürlich auch in Leverkusen darüber uns Gedanken zu machen haben, ob wir unter Umständen etwas, was wir für besonders notwendig erachten, ob wir das selbst finanzieren, das müssen wir natürlich rechtzeitig auch bereden und beraten. Und wir müssen es dann auch im Haushalt einstellen. Also den Mut müssen wir auch haben, wenn wir etwas nicht gefördert bekommen, halten es aber in Leverkusen für unbedingt notwendig, dann sollte das auch in der Diskussion sein. Ich möchte an der Stelle seitens der CDU-Fraktion nochmal ausdrücklich auch Dank sagen der Fachverwaltung und auch dem Energielenker GmbH, Herrn Tippkötter, die das gut vorbereitet haben. Herr Merz hat ja darauf hingewiesen, es hat ein Vorgespräch gegeben. Ich möchte darauf hinweisen, dass, das haben wir am Montag so besprochen, dieses Klimaschutzkonzept ist nicht ein Papier, das wir so beschließen heute, aber wir beschließen das als Konzept, dieses Konzept als Prozess, das ist ausdrücklich deutlich gemacht worden, es gibt einen Handlungsrahmen und Herr Merz hat darauf hingewiesen, dass jederzeit dieses Papier hier verändert wird. Wir haben vereinbart, weil ganz viele Anregungen gekommen sind, wir haben vereinbart, dass alle Anregungen, die am Montag im Umweltausschuss genannt worden sind, auf Papier geschrieben werden. Das ist immer das Beste, ne? Da braucht die Protokollantin dann auch nicht dann fünfmal rückfragen. Alle, die, es waren ja viele Anregungen von vielen verschiedenen Personen, alle Anregungen werden auf Blatt Papier gebracht, werden dem Umweltdezernenten zugänglich gemacht, wird zugesandt. Und es wird dann innerhalb der Verwaltung beraten, wie man damit umgehen kann, wie man es einbauen kann. Und dann gibt es noch Gespräche. Und insofern können wir, das ist auch unsere Überzeugung am Montag gewesen, und ich meine einheitlich bei allen, können wir dieser Vorlage so ohne Bedenken zustimmen. Es ist ein Prozess und wenn in 4 Wochen etwas ganz Wichtiges auffällt, hat der Herr Marx so gesagt, wird es in dieses Konzept dann eingearbeitet, soweit das dann auch jetzt im Ablauf möglich sein wird. Insofern sind wir auf dem besten Wege und wir sollten das Thema auch nicht zerreden. Alles kommt rein und wird nicht bedacht. Vielen Dank, Herr Marx. Ich gerne Frau Arnold. Ich möchte gerne wissen, wie der Antrag von Herrn Schulz präzise lautet, weil ich mit dem, was bisher geliefert worden ist, nicht weiß, worüber wir abstimmen sollen. Das wollte ich am Ende der Redner ist die Frage, wo wir dann, wie genau der Antrag dann auszusehen hat. Der Schuss ist jetzt auch dran, Herr Schuft. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir den Ausführungen von Herrn Busch gerne folgen würden und das beinhaltet, wenn er sagt, das ist jetzt für ihn nicht so drängend, für uns aber 2 hochaktuelle Anlässe, weil die ja gerade jetzt zu wesentlichen Entscheidungen anstehen, deswegen können wir uns da auch nicht sehr viel Zeit lassen, dass in diese Papiere dort an den Stellen eingebaut wird, dass wir insbesondere auch großen Wert darauf legen, dass 2 Maßnahmen, die unser Stadtgebiet betrifft, nämlich dass wir einmal hier einen Großflächen LKW-Parkplatz bekommen und zum anderen, dass wir hier eine Doppelbrücke plus anschließende Stelzen bekommen, dass das keinesfalls in unseren Plan, in unseren Klimaschutzplan hineinpasst, sondern dem
widerspricht. Und aus diesem Grunde, weil es so hochaktuell und ja direkt vor der Entscheidung steht, meine ich, sollte das, mein Wir, sollte das auch entsprechend hier aufgenommen werden. Den Ort, an welcher Stelle man das machen würde, ist uns nicht so zentral. Wichtig ist nur, dass es aufgenommen wird. Ich darf es zum dritten Mal wiederholen, weil es eben halt ganz, ganz aktuelle Anlässe sind. Das sind ja zwei Sachen. Der Lange möchte gerne, Schufs, dass hier drin steht, gegen eine Raststätte. So habe ich das jetzt gerade verstanden. Das ist ein strategisches Papier, was wir hier aufsetzen. Das ist ein völlig umfangreich diskutiert worden, schon im Umweltausschuss. Ich habe die Stunden gemacht, dass wir nach einem Grundlagenpapier ist, was auch die Ergebnisse aus dem Umweltausschuss einfach zusammengefasst hat. Wir gehen jetzt in Arbeitsgruppen rein. Das ist kein fester Prozess, keine strategische Festlegung, sondern quasi die Grundlage eines, auch einer Arbeitsstruktur, mit die man insgesamt an. Sie wollen zwei konkrete Aussagen haben. Also, wir sind, der Rat ist gegen eine Raststätte. Und wie gesagt, Sie sagen, gegen eine Megastätte, also für diese lange Tunnellösung haben Sie gerade. Das wollen Sie so drin geschrieben haben. Das sind so, glaube ich, die Essenz der beiden Antragsformulierungen. Da würde ich am Ende der Rednerliste dann nochmal darauf zurückkommen. Herr Scholz erstmal. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst einmal finde ich es auch gut, dass wir das Konzept hier erstmal auf den Tisch haben. Hätte aber auch Frau Hebel hat es zuvor schon gesagt, die Kurzfristigkeit, in der wir dieses dicke Papier bekommen haben, hat aber auch dazu geführt, dass ich auch nicht komplettes, sage ich einfach, komplettes Ding lesen konnte. Mir ist aber aufgefallen, auf Seite 83 die Frage der E-Ladeinfrastruktur. Das ist ja das Bundesprogramm zwischen 17 und 20, wo in dem Jahr 300 Millionen, also 1,2 Milliarden insgesamt zur Verfügung gestellt werden. Ich hatte Anfang des Jahres darauf hingewiesen und hatte mir jetzt nachgehakt. Wir haben ja für das Jahr 2017 schon die Anfangsfrist verpasst und sind ja da nicht mit dabei gewesen. Jetzt steht hier drin in diesem Konzept, das ist zwar aufgeführt unten bei der Finanzierung und Fördermöglichkeiten dieses Programms, wir wollen uns aber erst im ersten Quartal 2019 beteiligen. Wir haben jetzt noch das Jahr 18, das Jahr 19, das Jahr 20, wo in jedem Jahr 300 Millionen, also fast noch eine Milliarde verteilt werden. Dann wären wir 18 nicht dabei, 19 wären wir auch nicht dabei, weil die Anträge, die wir schon 18 eingereicht werden müssten, dann würden wir allenfalls im Jahr 2020 überhaupt noch von diesem Programm partizipieren können. Und ich meine, das ist ein bisschen wenig. Ja, da sollten wir die Chancen schon nutzen, wenn wir dieses Jahr schon verpasst haben, spätestens im Jahr 2018 mit Anträgen dabei zu sein. Sonst sehen wir nämlich vielen anderen Städten, die die Gelegenheit hier genutzt haben, im Bereich der Ladeinfrastruktur deutlich hinterher. Schau, Sie werden das prüfen, wenn wir das aufnehmen, dann muss ja dann auch in diesen Prozess dann auch mit einfließen. Weil wenn wir jetzt diese Schnelligkeit auch nochmal erzeugen müssen, um in die Programme nochmal einzukommen. Herr Brüttmann. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Der Antrag von Herrn Schoofs ist der untaugliche Versuch, zwei konkrete Maßnahmen in ein langfristiges Klimaschutzkonzept, was in der Erarbeitung und in der Entwicklung sich befindet, aufzunehmen. Ich halte es daher in keinster Weise für sinnvoll, diesem Antrag zuzustimmen, weil sonst müsste ich hier noch viele, viele andere Einzelmaßnahmen aufnehmen. Was weiß ich, was mit der Einzelverbesserung reinhauen und genau das, und da komme ich zum Schluss an dieser Stelle, wollen wir in diesem Bereich nicht. Hier sollen sich die Fachleute mit der Politik darüber verständigen, wie es in den nächsten 15 Jahren in Leverkusen mit diesem Thema weitergeht. Und das ist auch die Gefahr von der Wiederholung, und das geht an Herrn Busch, von Fachausschussdiskussionen, dass man dann genau zu solchen Punkten kommt, die eigentlich hätten im Fachausschuss diskutiert werden müssen. Vielen Dank. Genau, das habe ich ja eben schon gesagt, das hat zugesagt worden im quasi Ausschuss, dass die Punkte nämlich dann in die Diskussion mit einfließen. So, Herr Schoofs. Ja, meine Damen und Herren, das mit der Kurzfristigkeit ist ja nicht nur bei dieser Sache hier so, sondern trifft ja noch sehr häufig zu. Deswegen wäre das schön, wenn das überhaupt mal Einzug nähme in unser aller Arbeit, dass diese Kurzfristigkeiten möglichst mal vermieden werden. Das ist also eine Krankheit, die haben wir schon x-mal bemängelt. Und auf dem Hintergrund können wir dann nur zustimmen, was der Hebel sagt. Und ich hoffe, wir kommen dann auch dazu einer Veränderung. Aber wir haben es hier mit zwei ganz aktuellen Dingen zu tun. Das ist einmal der Lkw-Parkplatz und zum anderen der riesige Durchgangsverkehr, wo es um Tunnellösung oder Nicht-Tunnellösung geht. Beides haben nicht mehr die Zeit,
haben nicht mehr die Zeit, noch in Arbeitskreisen diskutiert zu werden oder ähnliches. Sondern beides steht jetzt zur Entscheidung an. Und aus diesem Grunde möchten wir in den einen oder anderen Punkt, weil es auch dringend und zeitlich geboten ist, nicht in der Unverbindlichkeit bleiben nach der Devise, wir können ja das und wollen auch das, das tragen wir alles mit, da sind wir auch voll mit Ihnen einer Meinung, sondern wir wollen das Ganze ergänzen, präzisieren, um zwei Punkte, wo wir eben halt nicht darauf warten können, dass wir demnächst noch darüber diskutieren, sondern weil diese beiden Punkte jetzt hochaktuell zur Entscheidung anstehen. Und wenn wir das jetzt hier nicht aufnehmen und entsprechend vertreten, dann wird das zu spät sein. Dann brauchen wir das nicht mehr aufzunehmen. Und dann können wir es auch nicht mehr aufnehmen. Gusch. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ja in meinen Ausführungen ganz eindeutig dargelegt, dass ich die vielen Aspekte, die ich zusätzlich in dem Ausschuss vorgetragen habe, hier in Gänze ja gar nicht vorgetragen habe. Mir ist aber ganz wichtig, dass im Rat doch, Sie lesen doch, und das ist doch, Sie sind ja nicht alle im Ausschuss. Und von da gesehen bin ich der Ansicht, dass bestimmte Themen einfach im Rat angesprochen werden müssen. Und das war mir wichtig, dass ich diese drei Punkte angesprochen habe. Ich habe auch ganz deutlich gesagt, das, oder habe ich auch den Herrn Mertens bezogen, das, was jetzt in der Diskussion ja auch von vorne, sage ich jetzt mal, beigetragen worden ist. Das sind Anregungen gewesen und ich war damit zufrieden, dass diese Themen eben in weiteren Gesprächen abgehandelt werden. Also ich habe von meiner Seite aus nicht die Intention gehabt, dass das jetzt als Antrag formuliert wird, sondern ich wollte diese markanten Punkte, die ich ja allgemein formuliert habe, man kann das also mehr oder weniger deduktiv ableiten, diese aus meinen Formulierungen, dass eben halt in Bürgerbusch keine Parkfläche errichtet wird. Das ist meine Intention gewesen, also nicht unbedingt neue Anträge. Das vielleicht mal zur Verfahrensweise zu weiter. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wiederhole. Ich glaube, ich habe es im Bürger- und Umweltausschuss und ganz sicher auch heute hier schon gesagt, es ist ein Klimaschutzkonzept und da geht es um die Konzeption, wie wir uns das weitere Vorgehen in den kommenden Jahren vorstellen. Es ist auch schon mehrfach die Begrifflichkeit des Prozesses gefallen. Es geht hier um einen Prozess, nicht um ein Projekt. Und ich kann nur noch mal auf die Beschlussentwürfe, insbesondere auf den 1 hinweisen. Notwendige Einzelbeschlüsse zu Maßnahmen bleiben davon unberührt. Wenn Sie hier konkrete Einzelmaßnahmen reinbeschließen, ist es ein Bruch in der Konzeption. Ich kann das nur sagen. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber über meine Qualifikation haben Sie ja schon einiges gesagt, Herr Schulz. Ich habe zu Ihrer Qualifikation nichts gesagt. Wo? So, ja, habe ich jetzt. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Wir haben Einstimmigkeit im Umweltausschuss gehabt über den Prozess des Klimaschutzes, über die Vorlage. Herr Schulz, muss ich. Also wir haben uns ja zweimal klar in diesem Also es war ein Position. Antrag und es bleibt. Wir haben eine klare Position hier im Rat, was Raststätte betrifft und was auch, wie gesagt, die Autobahnsituation betrifft. Jetzt müssen Sie aber einen Punkte konkret formulieren. Ja. Ja, und dann würde ich darüber abstimmen lassen. Ja. Ja, dann muss ich jetzt mal einmal zweimal konkret formulieren, die beiden Punkte. Ja. Also doch, habt ihr sehr verstanden. Gut. Er möchte das zusätzlich oben drauf haben als Antrag quasi formulieren, der zwar abgestimmt werden kann, Bestandteil quasi des Klimaschutzkonzeptes sein. Das soll als Anlage sein, als zwingende Voraussetzung. Also als quasi unumstößlich, habe ich das verstanden. Und wir haben jetzt den Prozess versucht zu erläutern. Sie wollen ganz zwei konkrete Einzelmaßnahmen, was Sie haben, Sie wollen zwei konkrete Einzelsachen manifestiert hier drin haben, die unumstößlich sind. Das wollen Sie haben wegen dem Zeitfenster, was wichtig ist. So, deshalb die beiden Punkte klar formulieren. Ich würde dann über die beiden Punkte klar dann noch abstimmen lassen. Herr Schufte. Also, wie auch hier an einigen anderen Punkten, sind Sie ja auch sehr konkret geworden. Ist ja nicht so, als wäre das Ganze unverbindlich und nicht konkret. Bitte nur die beiden Punkte. Jetzt geht es uns um zusätzliche konkrete Punkte in dieses Klimaschutzkonzept. Das heißt, es gibt eine Menge konkrete Punkte und zwei, die noch nicht drin stehen, die hätten wir gerne aufgenommen. Nummer eins, wir hätten gerne an der entsprechenden Stelle, das muss entsprechend der Sachbearbeiter oder derjenige,
der das hier verfasst hat, den Einpassen, dass wir zwei Dinge aufgenommen wissen wollen. Erstens, dass der Rat der Stadt Leverkusen sich gegen die Anlage eines Parkplatzes im Bereich. Das steht aber bitte schön nicht hier drin. Wir hätten es gerne hier in dieses konkret, wie andere Dinge auch hier drin stehen, ebenfalls konkret in dieses Konzept, das darin steht, eins, wie der Rat bereits am so und so vierten beschlossen hat, keinesfalls im Bereich des Ostbereiches Leverkusen eine solche Unterbringung des großen LKW-Parkplatzes unterzubringen. Das wäre ein weiterer konkreter Punkt, der hier ergänzt werden muss. Und der zweite konkrete Punkt, den haben wir nicht beschlossen, deswegen wäre das, wenn Sie das jetzt noch beschließen wollen, bin ich sehr dafür, dass wir uns dafür aussprechen, dass hier eingearbeitet wird, dass der Rat der Stadt Leverkusen sich ebenso dafür einsetzt, wie für die Nicht-Einrichtung des Parkplatzes, dass der Durchgangsverkehr, und zwar der immense Durchgangsverkehr, das sind ja immerhin, wenn man es gemeinsam addiert, über 200.000 Einheiten LKW wie PKW pro Tag, dass dieser Durchgangsverkehr in Tunnel gelegt wird. Das gilt sowohl für die A1 wie auch für die A3. Das meine ich, Sie waren schon gut, dass Sie gerade formuliert haben, dass Sie über den Ergänzungsantrag abstimmen, bitte die Abstimmung eröffnet. Abgegeben, 44 Jahre, 37 Nein, 3,5 Jahre, somit ist der Ergänzungsantrag abgelehnt. Ich werde jetzt über die Verwaltungsvorlage abstimmen lassen, 17,48. Die Abstimmung ist hiermit eröffnet. Abgegeben, 42 Jahre, Stimmen, 2,5 Jahre, ist die Vorlage beschlossen. Nächster Tagesordnungspunkt. Vorlage 1779, Integrationsarbeit in Leverkusen. Ich sehe keine Wortmeldung. Doch, Herr Scholz, bitte. Ja, ich hatte mich gemeldet, dann war es weg. Herr Bürgermeister, nur eine kurze Frage, weil ich ja auch Mitglied des Integrationsrates bin und das ist ja nicht die erste Vorlage, die es mit Integrationsarbeit zu tun hat, die vorher nicht im Integrationsrat besprochen wurde. Und jedes Mal, wenn wir so eine Vorlage haben, das werden wir dann sicherlich im nächsten Integrationsratssitzung wieder haben, gibt es dann die endlosen Diskussionen darüber, warum der Integrationsrat zumindest nicht an der Beratung beteiligt wird. Deswegen meine Frage, warum das nicht geschieht und ob es jetzt wirklich so drängend ist, dass wir das heute beschließen müssen oder ob man das nicht nochmal im nächsten Integrationsrat einbringen können, weil die Mitglieder, vor allem die direkt gewählten, darauf kommt es ja an, doch zu Recht teilweise sehr sauer darüber häufig sind, dass sie gewählt werden und dann viele Dinge direkt letztendlich vom Rat dann beschlossen werden. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Scholz, bei der Maßnahme ist es schon ein bisschen eilig, weil wir natürlich, was die Erstellung dieses Ordners im Jahr schon weit vorangeschritten sind, wir gehen jetzt im September. Wenn wir die Maßnahmen einfach umsetzen wollen, und der Rat hat für solche Maßnahmen die Größenordnung von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, dann wollen wir die natürlich möglichst rasch noch in diesem Jahr beginnen. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass sich diese Maßnahme aus der Integrationskonferenz, an der Integrationsrat ja auch beteiligt war, ergibt. Also es ist keine reine Verwaltungsvorlage, wo der Integrationsrat inhaltlich nicht beteiligt war, sondern an der Integrationskonferenz und auch an den Gesprächen, an den Vorgesprächen hat der Integrationsrat oder Vertreter des Integrationsrates teilgenommen. Und gerade bei diesem Willkommensordner gab es auch unter den Teilnehmern der Integrationskonferenz einen ganz großen Zuspruch, wo wir dann gesagt haben, das wollen wir als Verwaltung jetzt möglichst rasch umsetzen, um dann auch damit arbeiten zu können. Ja, vielen Dank. Herr Scholz, nochmal bitte. Ja, ganz gut. Ja, vielen Dank, Herr Meinzel. Mir geht es ja nicht darum, also inhaltlich ist es ja alles vollkommen in Ordnung. Es geht immer um die Diskussion. Aber wenn man das dann sagt, so weitergehen könnte, auch vielleicht Frau Buchner, damit da eventuelle Dinge direkt von vornherein erwähnt auch sein. Dankeschön. Ja, wenn wir dann das auch so veranlassen, keine weiteren Wortmeldungen. Ich würde jetzt die Abstimmung eröffnen und die Vorlage 1779, Integrationsarbeit, Leverkusen, würde ich schon sehen.
42 Ja, 2 Nein stimmen, somit ist die Vorlage geschlossen. Ihr nächster Tagesordnungspunkt, das ist die Vorlage 18.11, Durchführung eines Architektenwettbewerbs, Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße, Alte Feuerwache. Es gibt keine Wortmeldung, Abstimmung ist wieder öffnet, ich schließe es ab. Abgegeben, 43 Ja, 2 Enthaltungen, somit ist die Vorlage beschlossen. Dann bin ich bei der Vorlage 1762, Tagesordnungspunkt 24, Entwässerungssatzung der TWL, seine Kenntnisnahme. Keine Wortmeldung, dann haben wir das so dann auch zur Kenntnis genommen. Also mal Tagesordnungspunkt 25, ich habe das ja schon in meiner Antwort zur Sitzung gesagt, ich werde jetzt eine Stellung haben. Verlesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin in jüngster Zeit von verschiedenen politischen Seiten darauf angesprochen und angeschrieben worden, ob sich die Haltung des Oberbürgermeisters zum Thema Tunnel statt Stelze geändert habe. Anlass dafür ist offenbar, dass der Sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Karl Lauterbach eine abweichende Position vertritt. Der Rat der Stadt Leverkusen hat sich auch bereits vor meiner Amtszeit einem differenzierten und intensiv abwägenden Meinungsprozess unterworfen. Er hat sich infolgedessen zu verschiedensten Anlässen für einen schnellen Neubau der Leverkusener Rheinbrücke sowie im weiteren Verlauf der A1 Richtung Ortrandkreuz Leverkusen für eine kurze Neubaulösung Tunneln statt Stelzen ausgesprochen. Als Oberbürgermeister bin ich kraft Gesetzes verpflichtet, Beschlüsse des Rates auszuführen. Ich habe in der Vergangenheit auch persönlich stets für diese meiner Ansicht nach realistische Lösung Brücke für die Region, Tunnel für die Stadt bestimmt und beabsichtige nicht, meine Meinung zu ändern. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass auf der Basis einer Arbeitsstudie zum Thema Feinstaub die Sicht eines Arztes und Wissenschaftlers mit bundesweit anerkannter Kompetenz in Gesundheitsfragen eine Antwort sein kann. Das ist meine persönliche Stellungnahme. Einmal machen, bitte. Was war das denn? Oberbürgermeister, vielen Dank für die Klarstellung und für die eindeutige Positionierung. Das war ja die Intention unserer Anfrage, die Position des Oberbürgermeisters und damit auch der Stadt Leverkusen zu hinterfragen. Denn in der Tat haben wir ja hier mit einer breiten Mehrheit in den letzten Jahren die Beschlüsse und Bekenntnisse gefasst zum Thema Brückenneubau, Rheinquerung so schnell wie möglich. Aber natürlich auch unser Fokus auf das Thema Tunnel statt Stelze bei den verschiedensten Anlässen. Es ist offenbar so, dass der ein oder andere sich aus dieser Mehrheitsfindung verabschiedet. Und ich sage auch mal ganz klar, Ihnen, Herr Oberbürgermeister, und auch uns damit in den Rücken fällt. Anders kann ich das nicht bewerten. Sie beweisen mit dieser Haltung, obwohl die Situation sicherlich nicht einfach ist, Rückgrat. Und da kann ich nur sagen, die Unterstützung der CDU-Fraktion in dieser Thematik haben Sie. Da finden Sie uns an Ihrer Seite. Ja. Vielen Dank. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, natürlich steht auch die SPD-Fraktion hinter dem Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen zu dem, was er eben gesagt hat. Die SPD-Fraktion steht weiterhin zum Konzept Brücke für die Region, Tunnel statt Stelze für Leverkusen. Herr Scholz, bitte. Herr Oberbürgermeister, die Kollegen, die Erklärung von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, und auch von dem Herrn Polito, finde ich zumindest erstmal sehr gut, dass da deutlich wird, dass der Lauterbach seinem Bündnis mit dem Herrn Schulz darauf verloren gepostet. Die Vorlage, die wir heute bekommen haben, oder die Stellungnahme von Seiten der Straßen NRW zu dem, was da der Herr Schulz wieder aufbauschen wollte, zeigt ja, und da geht es jetzt einzig und allein darum, Tunnel statt Stelze ist möglich und das ist das Entscheidende. Aber wie hier vorgegangen wird und welche Leute hier instrumentalisiert werden und wie das läuft, will ich noch mal kurz gucken. Wir haben hier die Einladung ja, wo der Lauterbach unter anderem eine Veranstaltung auftreten wird mit dem Herrn Dr.
Ulrich Rehm. Herr Dr. Ulrich Rehm, der ist ja von Initiativen von Herrn Schurz schon vor 200 Jahren nachgeladen worden. Und ausweislich der Facebook-Seite hieß es damals: Gestern war hier Ulrich Rehm bei uns. Durch die unproblematischen Böden, Kies und Sand hier am Rhein ist er der Meinung, dass eine Tunnellösung und so weiter zu verwirklichen wäre. Unproblematische Böden, Kies und Sand. Der Herr Lauterbach und der Herr Schurz sollten die mal sagen, dass er einfach mal eine Sandbohle in die Hand nehmen sollte, die umdrehen soll. Wenn da unten ein Loch drin ist, dann rieselt es durch. So einfach ist das. Und wenn wir so ein Loch da drin haben, in so einem Tunnel, dann haben wir ein Riesenproblem. Und dann habe ich mir angeguckt, was der Herr Rehm von der Tunneling Consulting GmbH denn so macht. Bin auf die Internetseite gegangen. Und da sind dann auch die Referenzen. Und unter Referenzen, jetzt wird es ganz spannend, steht dann da, Rastatt, Germany. Konzeption für einen Hochgeschwindigkeitstunnel der Bahn. Erarbeitung des Tunnelskonzeptes für den Kunden, also die Deutsche Bahn. Und die Optimierung der Untergrundarbeiten, also der Tunnelarbeiten. Herr Rehm hat das gemacht. Das ist das, dieser Tunnel, der vor 3 Wochen sich vollkommen in die Erde gelegt hat. Und da war der Untergrund gewesen, Kiesböden. Und das sind genau die Kiesböden, von denen vor 200 Jahren genau dieser Herr Rehm hier in Leverkusen bei der Veranstaltung von dem Herrn Schurz erklärt hat, dass wir an alles unproblematische Böden. Meine Damen und Herren, da ist 1 Meter der Boden abgesunken. Das heißt, hier würden die Häuser nicht auf 1 Meter absinken, danach würden sie sich umlegen mit den entsprechenden Opfern. Dort mussten 4 Häuser evakuiert werden, weil da nicht 4 Häuser sind. Hier müsste der Rest von Giesdorf evakuiert werden, mit der entsprechenden Unterbringung der ganzen Leute. Also, Herr Lauterbach, lieber Herr Schoß, das sind schon wirklich Fachleute, die Sie herankappen, die uns zeigen wollen, was da möglich ist. Ich bin mal gespannt, ob der Herr Rehm da mal auftauchen wird, nach der Leistung hier in einem Rastatt. Er ist hier bei uns zu Gast am 8. Ja, genau, da können Sie mal fragen, wie er es geschafft hat, wie seine Planung da war, dass dort der Tunnel zusammengebrochen ist. Und ich möchte nicht, dass das hier in Leverkusen passiert. So. Ganz einfach. Und wie gesagt, hier sind es hunderte von Gebäuden mit tausenden von Bewohnern und das muss nicht sein. Ne? Also ich habe schon gesagt, die Erklärung von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, von Ihnen, Herr Viktor, top, finde ich in Ordnung. Und der Heimermann hat auch schon gesagt, dass der Lauterbach da bei diesen Dingen einfach nur in den Rücken fällt. Das ist nun einfach mal so. Und jeder, der das in den letzten Jahren beobachtet hat, weiß, dass Ihr Kandidat ja eigentlich zwischen den Wahlen so gut wie überhaupt nicht in Erscheinung tritt, immer so 8 Wochen vor der Wahl. Das macht ist der jetzt Wahlkampf? Und eigentlich geht es ihm nur um sich selbst, das ist das Entscheidende. Und immer da, wo das Fähig schon hingegangen ist, 1999 war er bei uns gewesen, wir haben 98 Bundestagswahl vorgekommen, aber unsere Gefährdung ist aus der SPD gegangen. Ne? Auch Herr Schurz, ist er zur SPD gegangen, da ist er dann gewählt worden, sei ihm gegönnt. 2013 war schon mal knapp, weil damals die Piraten noch sehr stark waren. Da hat er einen Deal mit den Piraten geschlossen, 2013. Ich habe extra nochmal die Pressemitteilung rausgeholt. Die haben jetzt keine Stimmen mehr zu liefern. Jetzt war es nicht mehr liefern. Geht es darum, ob jemand wirklich die Interessen dieser Stadt Leverkusen vertritt, die Stadt Leverkusen vertritt, oder es geht um die Thematik, genau. Oder ob er die Interessen von irgendwem vertritt und am Ende nicht nur Ihnen, Ihrer sondern der ganzen Stadt. Herr Schulz ist jetzt dran. Ich habe aber noch keinen roten Punkt. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt auf das Letzte nicht eingehen. Ich glaube, das spricht für sich selbst. Ich darf nur darauf hinweisen, dass in der gesamten Welt unsere Firmen, wir sind da nämlich Weltmarktführer, obwohl das Verfahren ein japanisches, das ist in Japan entwickelt worden, in der Welt die erfahrensten Tunnelbauer und gerade in allen Ländern der Welt, insbesondere auch in China und in anderen aufstrebenden Ländern, werden hunderte von Tunneln im Moment gebohrt und alles sehr erfolgreich. Ich darf nur an den einen erinnern, der gerade unsere große Bewunderung alle tragen, was man von 2 verschiedenen Seiten im Gott hat, tunneln wollte, nach dem gleichen Verfahren und die wirklich auf den Millimeter genau sich auch getroffen haben und das alles bestens funktioniert. Das heißt also, in der gesamten Welt ist das ein anerkanntes technisches Verfahren und von Einstürzen oder Ähnlichem ist da auch nicht die Rede. Aber der Herr Scholz wollte scheint hier den Wahlkampf ein bisschen reinholen. Und das war ja auch nicht verwunderlich, nachdem die SPD, insbesondere der Oberbürgermeister und dann Herr Ippolito,
ja Ihre Stellung zu Ihrem Bundestagskandidaten deutlich gemacht haben. Auch da möchte ich mich nicht zu äußern, sondern zu dem, was jetzt hier abgeliefert worden ist. Dort ist eine Stellungnahme, ich musste nachfragen, wer denn bitte schon die Stellungnahme erarbeitet hat. Es ist dann nachgereicht worden, ich bitte das ins Protokoll zu nehmen, damit es auch offiziell wird. Und nachher, ich heiße, das haben Sie falsch verstanden, dass der Projektleiter Herr Reitl von Straßenenergie die Stellungnahme abgefasst hat und dass Herr Ganz, das ist der zuständige Oberkommandierer für den gesamten Rheinbereich, das zur Veröffentlichung freigegeben hat. Ich bitte das also festzuhalten, das war eine Auskunft, die mir eben die Verwaltung kurz vor der Sitzung gegeben hat. Wir können auch nicht auf alles, vor allem wir haben ja wieder die Zeit, es sind ja nachher wieder die roten Punkte, dass, wenn man nicht weiterreden darf, möchte ich nur auf eins hinweisen. Denn das, was dort steht, stimmen würde, Sie hören den Konjunktiv, dann würde das beinhalten, dass über viele, viele Jahre hinweg nicht nur eine Riesenbaustelle hier mitten in unseren Wohngebieten entstehen würde, sondern dass auch auf dem gesamten Bereich kein Gefahrguttransport möglich ist. Ich erinnere mich aber, dass gerade von beider Seite hier deutlich gemacht wurde, wie wesentlich gerade diese Transporte sind. Wenn wir aber nach der Weise vorgehen würden, wie hier meines Erachtens falsch beschrieben wird, aber wenn das möglich wäre, dann wäre über viele Jahre, nämlich die ganze Zeit über, wie doch an den Tunneln, Tunnel der Stelze, der man ja gerade noch mal unterstrichen hat, dass die ganze Zeit über, man schätzt da zumindest 6 bis 7 Jahre, keine Gefahrguttransporte möglich wären. Da ich schon jetzt wieder den roten Punkt habe, kann ich leider auch anderes nicht eingehen. Hast du noch nie. Ja, hier bei mir schon. Das ja, jetzt noch wieder. Also gut. Dann noch einen zweiten. Bitte? Ja, einen zweiten Punkt noch. Es hat dieses Gespräch stattgefunden. Es ist ein Protokoll gefertigt worden. Es war vereinbart, dass dieses Protokoll, das von einer Firma, nämlich von Consulting, das geschrieben wird, dann aber mit allen Beteiligten auch noch abgesprochen wird. Das ist ebenfalls nicht passiert, sondern das Protokoll wurde von Cox Consulting angefertigt, wurde von Straßen NRW für gut befunden und dann gleich an das Gericht weitergegeben. Das heißt, aber jetzt haben Sie den roten Punkt. Ja, ich bin auch gespannt. Nee, hat er immer noch groß gemacht. Hast du immer noch? Ich habe also den Punkt immer noch nicht, wenn ich das nicht Nur, Herr Oberbürgermeister, das Problem ist doch, dass das keine Diskussion ist, sondern das ist dieses Rates unwürdig. Das gilt für jeden aus Demokratie. Nein, das ist keine Demokratie. Sie gehen immer davon aus, dass die Vorbereitung in den Ausschüssen stattgefunden haben. Die hat hier nicht stattgefunden. Geht es nur um den roten Punkt? Hier geht es darum, dass man nicht diskutieren darf. Ich habe das mir mal reingegangen, ganz auch schon mal eine Antwort gesagt. Das würde wir haben keine Fachausschüsse stattgefunden. Ich wollte auf das Thema mit der Protokollierung nochmal mit Reitl und Ganz, das habe ich schon in meiner Einführung der Sitzung schon erwähnt. Das kommt natürlich zum Protokoll hinzu der Sitzung. Herr Schönberger, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, auch mein Dank gilt Ihnen und der SPD-Fraktion, dass Sie bei der Position bleiben, wie der Rat eingenommen hat. Nur so kann es gehen, dass wir eine eindeutige Festlegung auf ein Konzept hier haben, denn nur dann haben wir auch ein gewichtiges Wort gegenüber Straßen-NRW, wie wir die Gestaltung der Autobahn unserer Stadt uns vorstellen. Sehr enttäuschend und mehrfach ist schon gesagt worden, ist natürlich das Verhalten des Bundestagsabgeordneten Professor Lauterbach. Der fällt natürlich nicht nur der SPD in den Rücken, der SPD-Fraktion und dem SPD-Oberbürgermeister, sondern der Professor Lauterbach als unser gewählter Volksvertreter im Bundestag fällt der ganzen Stadt Leverkusen und ihren Bewohnern in den Rücken. Ja, das ist das Letzte, was jahrelang hier so gut wie gar nicht auftaucht und die Verhältnisse hier gar nicht richtig kennt. Und dann auf einen relativ populistischen Zug der Bürgerlichen mit aufbringt, weil wir die Verhältnisse nicht kennen. Dabei mag der Professor Lauterbach ein renommierter Mediziner sein, aber in dieser
Das ist nämlich keineswegs so, dass hier die Umwelt weniger belastet wird durch das Konzept der Bürgerliste. Und schon klar ist es nicht so, dass die Feinstaubbelastung abnimmt durch das Konzept der Bürgerliste. Das Konzept der Bürgerliste sieht keinen Anschluss der A59 an die Ost-West-Verbindung auf der Autobahn vor. Das bedeutet, ich gebe Ihnen gerne mal nach. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Verkehr von der A59 zur A3 durch die Innenstadt Leverkusens fährt. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie morgens und abends mal den Abschluss der A59 sehen, obwohl die Ost-West-Verbindung derzeit steht, wie viele Autos dann durch die Innenstadt fahren. Und die werden jetzt alle Feinstaub in die Stadt bringen und die werden Lärm in die Stadt bringen, die werden Staus in die Stadt bringen und unsere Bewegungsfreiheit hier noch zusätzlich einschränken. Das alles vertreten Sie, Herr Schoofs, und der Professor Lauterbach ist Ihnen auf den Leim gegangen. Dafür muss er sich jetzt verantworten. Er ist zwar jetzt auf zahlreichen Veranstaltungen zu sehen, wenn der Bürger aber erstmal weiß, dass er hier Unwahrheiten erfährt, nämlich dass mehr statt weniger. Also das bin ich festzuhalten im Protokoll. Das ist eine Unverschämtheit. Das auch. Mehr statt weniger Feinstaub gibt, ja, dann sollte der Bürger mal darüber nachdenken, wie ernst er den Professor Lauterbach zu nehmen kann. Am Ende noch eins, weil ja auch immer von dem Eingriff in die Deponie, auch das sollte der Bürger wissen, wenn wir von dem Eingriff in die Deponie reden, dass auch Ihr Konzept mit einer kleineren Brücke und der Kombilösung einen Eingriff in die Deponie vorsieht, weil man natürlich die neue Brücke, die installiert werden soll und die alte ersetzt, die Sie ja verschieben wollen, ein Lager braucht, auf dem diese Brücke verschoben werden kann. Und die wird natürlich auch in die Deponie gebaut werden. Das stimmt doch ja. Das haben Sie schon mal selbst zugegeben, Herr Schoofs. Na, nur hören Sie doch auf zu lügen da hinten. Bei Ihrem Konzept gibt es einen Eingriff in die Deponie, den Sie selber bereits eingeräumt haben. Nein, wo denn? Belügen Sie die Bürger nicht und instrumentalisieren Sie den Professor Lauterbach nicht, sondern... Sie legen mir hier Wort in den Mund, die es nie gegeben hat. Vielen Dank. Du hast so recht. Ich möchte das im Protokoll festzuhalten. Ich möchte dagegen was unternehmen. Schnauze. Nicht lachen. Lachen wird knallt. Ich habe eine Stellungnahme abgegeben zu einer Anfrage der CDU und möchte nicht, dass jetzt Bundestagswahlkampf hier. Die SPD-Fraktion, die als Oberbürgermeister, möchte bitte, dass wir hier keinen Bundestagswahlkampf betreiben. So, sehr richtig. Machen, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, erstmal danke. Ich glaube auch, dass der Bundestagswahlkampf jetzt gerade eben etwas überhand genommen hat. Auch ich sage Ihnen, dass es eine richtige Haltung ist, wenn Sie Oberbürgermeister Spitzliederrat mit Mehrheit gefasst haben, auch weiterhin vertreten. Nichts anderes erwarte ich von Ihnen, auch wenn ich in der eigentlichen Abstimmung unterlegen bin. Also das nochmal ganz deutlich zu sagen. Ein ganz kurzer Blick, wie es dazu gekommen ist. Die Entscheidung für den Ersatz der Brücke ist aus Sicht der CDU-Fraktion natürlich mit Interessensvertretung der Wirtschaft befasst worden. Nicht nur und vielleicht auch nicht zu 80%, aber es hat eine erhebliche Auswirkung gehabt. Seitens der SPD-Fraktion muss man natürlich sagen, eine SPD-geführte Landesregierung mit dem Landesbetrieb Straßen hat natürlich ein Interesse, solche Planungen dann auch zu unterstützen. Wir haben, und so ehrlich muss man sein, an einem bestimmten Punkt sind wir nicht achtsam und haben uns auf eine Variantendiskussion eingelassen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr anders zu führen war als entweder oder, und haben es einfach versäumt, das für Leverkusen bessere Konzept zu diskutieren. Einen großen Anteil auch an der Explosion der emotionalen Haltung hat natürlich Herr Schoofs hier. Darum muss man sich im Klaren sein. Ich glaube, wenn Herr Schoofs anders agiert hätte in den letzten 20, 25 Jahren, hätten wir vielleicht einen Punkt erreichen können, wo wir uns gemeinsam die Frage gestellt hätten, was das Beste für die Stadt. Denn das muss ich auch eins sagen. Jetzt wissen wir, wer schuldet. Ist alleine den Interessen geschuldet, eine rasche Lösung zu finden, die dann allerdings für einen langen Zeitraum gilt.
und dass natürlich die ansässigen Industrien, die ansässigen Unternehmen darauf drängen, hier eine schnelle Lösung zu finden. Es ist nicht die beste Lösung gewesen, darüber sind wir uns im Klaren. Nun haben wir ein Gerichtsverfahren anhängig und ich finde, es verdient auch der Respekt vor einem Gericht zu sagen, wir warten jetzt auch erstmal ab. Insoweit habe ich das auch von Ihrer Seite aus verstanden, Herr Richrath, zu sagen, also meine Haltung ist die, dass ich die Beschlüsse des Rates zu vertreten habe, und zwar nach allen anderen. Herr Scholz, Sie gestatten mir eine kleine Bemerkung. Ihr Schimpfen auf Bundestagsabgeordnete oder was auch immer. Also ich würde schon erwarten, dass die Bundestagsabgeordneten, die hier aus Leverkusen in Berlin tätig sind, sich mit einer ähnlichen Werf, wie Sie gerade eben, Herr Schof, sich in die Runde geschmissen haben, für Tunnelstadt Stelze einsetzen. Allein für diese kleine Lösung für Leverkusen sehe ich weder bei dem SPD-Kandidaten noch bei dem CDU-Kandidaten in irgendeiner Form eine Chance, dass wir allein diesen kleinen Tunnel durchbekommen. Das mag, bekommen wir gleich einen roten Punkt, auch ein Zeichen sein, für wie wichtig Leverkusen sowohl in Düsseldorf als auch in Berlin gesehen wird. Und einmal mehr verweise ich dann darauf, dass wir eigentlich für Leverkusen alle das Beste heute holen sollten. Danke. Das sollte man bei jedem zugestehen. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ich denke, ganz klar ist es auch nochmal geworden, dass eben SPD und CDU die Deponie, wenn die geöffnet wird, dass sie da mit allen Konsequenzen hergehen, dass sie das toll finden im Endeffekt. Wir vom Bündnis Deutsche Grünen finden das nicht, doch ist ja so. Nein, wenn Sie jetzt, das ist ja die Debatte, ist ja nicht von mir gekommen, die ist ja von Ihnen gekommen. Im Endeffekt, dass Sie finden, die wollen eine große Autobahnbrücke haben. Das wird man auch trotzdem weiter dazwischen sprechen, das nützt aber Ihnen nichts. Denken Sie doch in am Internet, was das für einen Eindruck macht für die anderen. Also eine zwölfspurige Brücke wollen wir nicht und wir wollen die Deponie nicht geöffnet haben. Letztens hat sogar Max Deutsche einen ganzen Bericht nochmal verfasst, warum nicht es geöffnet werden muss. Ja, da können Sie alle hoch machen. Im Endeffekt, wenn die Deponie geöffnet wird, dann fährt kaum ein Auto nochmal hier durch. Ich glaube, das ist nicht mehr jedem bewusst. Und die Bedenken, leider auch CDU und SPD, der Bürger wird einfach weggewischt und interessiert sie nicht in deren Sicht. Und das hat noch Konsequenzen. Und dann auf die Geschichte, wir haben Feinstaub. Ich denke mal, die Stickoxide, die sind viel, viel wichtiger und schlimmer als die Feinstäube. Dankeschön. Tuschmaschine. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin jetzt seit gut 23 Jahren hier im Rat. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jetzt Stellung nehme zum SPD-Kandidaten. Ich finde es ganz, ganz beschämend, wie hier über Leute gesprochen wird, die nicht anwesend sind. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und wenn Sie einmal auf so einer Bürgerversammlung gewesen wären und hätten zugehört und nicht nur einfach dazwischen gequatscht, dann hätten Sie die Meinung von Herrn Professor Lauterbach mal gehört. Es ist nicht mein Freund, der Herr Professor Lauterbach, um Gottes Willen. Ich bin immer dagegen gewesen. Aber wenn man ihm dann mal zuhört, warum er seine Meinung geändert hat, beziehungsweise auch jetzt diese Stellung einnimmt für den großen Tunnel, dann kann man es nachvollziehen. Und eins hat die Sache gelehrt: Man wird nie zu alt, um dazuzulernen. Aber anscheinend haben hier die Kollegen von Herrn Professor Lauterbach, die SPD-Leute, noch nicht mal ihm zugehört, ihrem eigenen Menschen. Ich finde das so beschämend, was Sie hier machen. Also, da habe ich keine Worte mehr für. Und das wollte ich ganz einfach Ihnen mal mitteilen. Schreiber? Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist wirklich beschämend, was hier abläuft. Frau Arnold, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Herr Schofs dran schuld, weil er den Tunnel verfolgt, aber er ist ja immer rüpelhaft, also sind wir gegen die Person Schofs und damit auch gegen den langen Tunnel. So verstehe ich Politik. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wenn ich die Ausführung von Herrn Schönberger mir anhöre, das ist ja hanebüchen. Herr Schönberger, Sie haben mir mal im Umweltausschuss eine halbe Stunde
Zeit gegeben, um die Tunnellösung, die zu erklären. Ich habe das wirklich den Ansatz gemacht, aber Sie haben ja gar nicht zugehört. Sie haben die Ohren abgeklappt, Sie haben nach meinem halbstündigen Vortrag, haben Sie genauso argumentiert, wie Sie das jetzt gerade hier gemacht haben. Wir haben, ich glaube, einen Meter Papier Ihnen zur Verfügung gestellt, an Höhe, wo Sie nicht eine Zeile gelesen haben, nicht eine Zeile. Sonst würden Sie hier so ein Blödsinn, so ein Unsinn gar nicht erzählen. Es ist, Sie sind diffamierend, Sie beschuldigen uns als Lügner und haben nicht eine Zeile von dem gelesen, was das Tunnelprojekt überhaupt beinhaltet und auch die kurze Brücke. Und da muss kein Pfeiler gebohrt werden. Und wenn das so ausgeht, ich hoffe ja nicht, so wie Sie das hier haben wollen, durch die Giftmülldeponie, dann werden wir hier der Rat 1900, was haben wir jetzt, 16, 17, der Rat von 13 an, bis 1917, 4 Jahre lang, vertreten Sie die irrsinnige, wahnsinnige Meinung, dann wird dieser Rat als der Rat, in die Geschichtsbücher eingehen, der Leverkusen begraben hat. So einfach ist es. Ja, Herr Oberbürgermeister, Ihnen zunächst auch nochmal Dankeschön, genauso wie Herrn Ippolito für die Klarstellung, denn was wir als Stadt Leverkusen am wenigsten gebrauchen können, ist das, was Herr Schröder mal Kakophonie genannt hat. Und da sind wir in der Gefahr, dass jeder nach außen hin irgendetwas anderes an die verantwortlichen Stellen in Land und Bund dort zum Ausdruck bringt. Und dieser Mangel an Geschlossenheit, der kann nachher der Auslöser dafür sein, dass wir völlig mit leeren Händen dastehen. Da der Wahlkampf, der hier angesprochen worden ist, zur Bundestagswahl maßgeblich auch örtlich aus dem Stadtbezirk 1, namentlich meinem Stadtteil Rheindorf, geführt wird. Lassen Sie mich nur Folgendes mal in das Bewusstsein versuchen, unserer Bevölkerung zu stellen, speziell jetzt in den Stadtteilen Hiddorf, Rheindorf und Wiesdorf. Denn das, was Herr Schönberger eben hier angesprochen hat, ist natürlich wahr. Wir würden durch diese sogenannte Kombilösung zurückgeworfen, als Bürgerschaft in diesen Stadtteilen vor das Jahr 1974, wo wir noch nicht an die Autobahn so kurz angebunden waren. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Verkehr aus unseren Stadtteilen, diese rund 40.000 Menschen, demnächst wieder wie vor 1974 durch die Stadt fahren lassen, ist das kein Beitrag zum Umweltschutz. Das ist auch kein Beitrag für die beste Lösung, sondern das ist einfach, was das betrifft, undurchdacht. Und wenn der Herr Dandowski, wie er das eben getan hat, das dann auch noch als sachlichen Fakt hier dementiert, dann verstehe ich nicht, warum Herr Wolf hier vor kurzem, ich glaube vor 2 Sitzungen, das Wort für wen auch immer hier im Rat geführt hat, indem er gesagt hat, das wäre alles nicht so schlimm, dieses Faktum. Nur wichtig wäre, wenn die rund 40.000 Menschen in Wiesdorf, Rheindorf und Hiddorf einmal wüssten, dass sie im Grunde genommen ihre eigene mit diesen Schofs Lauterbach-Plänen ihre eigene Anbindung auf Kosten der Straßen auch in anderen Stadtteilen hier sich selbst abschneiden würden. Das muss mal klar werden. Das ist bisher vielen Menschen überhaupt nicht im Bewusstsein. Das ist besonders bedauerlich, wenn der Wahlkampf eben speziell auch aus den Betroffenen und damit durch diese Lösung zur benachteiligenden Bürgerschaft geführt wird. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, was wir hier in der letzten Dreiviertelstunde erlebt haben, war zum größten Teil schlichtweg peinlich. Hier wird Bundestagswahlkampf geübt in den unterschiedlichen Variationen. Hier wird der Konflikt, der wohl offensichtlich existiert zwischen dem SPD-Bundestagsabgeordneten und der Ratsfraktion, hier genüsslich von der CDU ausgewählt, wirklich schon in einer peinlichen Art und Weise. Und sowas, wir werden ja auch im Internet
die Zugriffszahlen sind zwar nicht so, so berauschend, aber es gibt Bürger, die sich das antun, eine solche Debatte, und die werden durch ihr Verhalten abgeschreckt. Hier geht es nicht um die Sache, sondern hier geht es nur darum, den jeweiligen Mitbewerber schlecht zu reden. Und so ist diese letzte Dreiviertelstunde abgelaufen. Der OB hat sich hier klar positioniert und damit wäre normalerweise die gesamte Debatte erledigt gewesen. Das wäre auch so gewesen, wenn wir nicht in ein paar Wochen Bundestagswahl haben und hier einige CDU-Hinterbänkler versuchen, hier Schmutzübel gegenüber der SPD hier loszulassen. Ich bin sicherlich kein Freund von Professor Lauterbach, aber der ist arbeitet nicht hier. Und auch für den gilt, dass er sich seine eigene Meinung bilden kann und dass er im Bundestagswahlkampf seine Positionen vertreten kann und soll. Und das gehört hier nicht in den Rat, das muss man auch mal klar sagen. Und hier sollte sich mit dem Oberbürgermeister auseinandersetzen, mit den Positionen hier der einzelnen Akteure. Ein Punkt bin ich auch sehr selten, da muss ich mal sogar der Frau Adolf recht geben. Wir sollten uns viel mehr Gedanken machen, warum wir Leverkusener so wenig Einfluss in Düsseldorf und in Berlin haben. Das, warum wesentliche Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg getroffen werden. Das können wir nur verhindern, wenn wir hier einigermaßen geschlossen auftreten. Und das hat dieser Rat in dieser Frage eigentlich immer vorexistiert. Und wir sollten bei dieser Geschlossenheit Tunnel statt Stelze bleiben. Schwöre. Also, Herr Oberbürgermeister, Sie müssen sich das Ganze vorstellen und wir können uns, oder ich als Person kann mich nicht mal dagegen wehren. Das heißt, hier werden Ausschussberatungen geführt und der Hauptbetroffene kann sich nicht mal zu Wort melden. Das ist doch absolut unwahrscheinlich. Herr Schweiger, Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Ich möchte nur noch mal darauf eingehen, auf die vorletzte Wortmeldung. Straßen-NRW hat in seiner Stellungnahme zu den Verkehren, die dann angeblich durch Leverkusen führen, weil die Anbindung ja fehlt, hat Straßen-NRW die 542, die jetzt komplett neu gemacht worden ist, gar nicht aufgeführt. Die A46 wäre eine Entlastung. Sie ist gar nicht einbezogen worden. Aber wir haben den Herrn Professor Schreckenberger, der an für sich der Guru in Verkehrsströmen zählen ist, den haben wir beauftragt und er wird spätestens in 14 Tagen wird er sein Gutachten abgeben und dann können Sie sich das mal angucken und dann wird das alles widerlegt, was Straßen-NRW bis jetzt uns vorgelegt hat. Es ist einfach unbegreiflich, wie wir, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, wie wir als Leverkusener Bürger von Straßen-NRW verarscht werden. Und Sie hier machen das alles mit. Sie nicken einfach nur ab. Sie nicken ab und haben die Bevölkerung Leverkusens überhaupt nicht im Blick. Aber das zeichnet ja Politik aus. Und dadurch kommt die ganze Politik Verdrossenheit. Es ist nicht zu fassen. Die Debatte beendet. Herr Schulz, wir haben jetzt den Bürger, wir haben ja einen Antrag bzw. die Bitte um eine quasi Aufnahme des Antrags auf die Tagesordnung. Da steht drin, dass Sie quasi die Antworten von Straßen-NRW einfordern. Die habe ich Ihnen jetzt in der quasi Tischvorlage ja präsentiert. Ja, ist ja dann auch Ihr Antrag damit erledigt? Nein. Herr Schulz, zum Antrag, hier wohl jetzt nicht zur Sache. Wir haben ja die Antwort gerade eben erst bekommen. Und ich habe das natürlich mal überflogen. Und da sind eine ganze Reihe Dinge, die sicherlich nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Insbesondere auch der Hinweis, dass da ja Übereinkünfte erzielt worden seien und ähnliches mehr. Ich hatte eben schon versucht, mal auszuführen, dass das Protokoll bis heute nicht anerkannt ist, sondern dass die Partei, die uns vertritt,
gesagt hat, da sind andere Ergebnisse dokumentiert, als wir sie wirklich erzielt haben. Wir werden uns bemühen, und das werden wir versuchen, mit allen möglichen uns parlamentarisch zu verstehenden Mitteln, eine breit angelegte Debatte, entweder im Fachausschuss oder wo auch immer, noch einmal herbeizuführen, damit man dann auch Punkt für Punkt aufarbeiten kann. Im Moment ist hier eine Antwort vorliegend, die lange auch nicht alle Fragen abdeckt, aber das reicht zunächst mal zumindest, dass die Fragen versucht worden sind zu beantworten. Gut, das ist es damit dann auch erledigt. Dann gehe ich weiter in der Tagesordnung. ZDR Rat, und zwar, bitte? Wir haben noch einen Geschäftsordnung. Herr Ürager-Politiker zum Geschäftsamt. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben zum wiederholten Male die Situation, dass Anfragen hier behandelt werden wie ein Antrag. Ich bitte die Verwaltung, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme der Kommunalaufsicht zu prüfen, ob solche Anfragen tatsächlich Gegenstand des Tagesordnungspunktes des Rates sein können, ohne einen Antragstext, der dann bedeuten würde, der Rat beschließt oder der Rat beschließt nicht oder der Rat lässt prüfen oder ähnliches. Ich glaube das nämlich nicht. Bevor ich mich dabei juristisch tiefer einlasse, würde ich die Verwaltung bitten, das möglichst bis zur nächsten Ratssitzung oder auch später zu prüfen. Vielen Dank. Genau, wir nehmen das Protokoll und dann werden wir das zur nächsten oder übernächsten Ratssitzung dann nochmal. Da steht alles hier drin in dem Mantel. So, dann bin ich jetzt bei der Rat ablaufenden Punkt, der Rat ablaufende Nummer 7/2017 im öffentlichen Teil. Gibt es keine Fragen zu, dann ist die öffentliche Sitzung des Stadtrates hiermit geschlossen. Ich stelle jetzt die nicht öffentliche